Von dem ersten Moment an, als ich Freitagabend hier reinkam, wusste ich in meinem Geist, Gott ist dabei, in dieser Gemeinde etwas zu tun. Etwas Revolutionäres. Nicht unbedingt durch dieses Wochenende, aber das, was auf seinem Plan ist und was in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren geschehen wird. Ich glaube, dass es ein Erwachen geben wird und dass wir aus unseren selbstgemachten Ideen und unserer selbstgemachten Religion aussteigen dürfen. Und der Herr uns ruft zum wahren neutestamentlich apostolischen Lebensstil, den wir finden im Neuen Testament. Das ist eine Dringlichkeit im Herzen Gottes. Weil die Zeit drängt und er braucht die Gemeinde, weil er ein Werk tun will durch die Gemeinde. Aber bevor er ein Werk tut durch die Gemeinde, muss er ein Werk in der Gemeinde tun. Und zwar in unseren Herzen. Ich sehe heute viele Gesichter zum ersten Mal, die ich nicht am Freitag gesehen habe, die ich nicht am Samstag gesehen habe. Und ich möchte einmal ein kurzes Wort richten an diejenigen, die bewusst mit Vorsatz, mit Entscheidung am Freitag und am Samstag etwas anderes vorhaben und sich vorgenommen haben und getan haben. Ich rede nicht von den Feuerwehrleuten und Hebammen im Einsatz und von den Krankenschwestern im Schichtdienst oder von Ärzten und Polizisten. Ich rede nicht von denen, die beruflich verhindert waren, sondern ich rede von denen, die sagen, das ist meine Gemeinde. Und ich habe das sehr wohl gehört, dass die Leiterschaft eingeladen hat zu diesem Seminar mehrmals und gesagt hat, das ist wichtig, bitte macht es möglich, ihr kommt, seid da. Und an dir ist das abgeperlt wie an einer gut eingefetteten Inter. Lass die reden, ich entscheide selber. Ich habe meine eigenen Prioritäten, ich habe was Wichtigeres zu tun. Frage, was hast du Wichtigeres zu tun, als das Wort Gottes zu hören? Deine Reaktion auf die Einladung der Ältesten zeigt deine Haltung gegenüber Gott. Johannes sagt, wenn du sagst, du liebst Gott und du liebst deinen Bruder nicht, du bist in der Täuschung, du bist in einer Illusion, du machst dir was vor, du belügst dich, sage ich mal mit meinen Worten. Und genauso in Analogie zu diesem Vers sage ich, wenn du sagst, du gehörst Gott und bist nicht einmal imstande einer so simplen Einladung zu folgen und einem Rat der Ältesten zu gehorchen, dann ist es eine billige, abgeschmackte Religion, in die du dich verkrochen hast. Und das hat nichts mit Heiligkeit zu tun, nichts mit Hingabe, nichts mit Entschiedenheit. Du hast eine andere Agenda, du hast einen anderen Plan, du folgst nicht wirklich Jesus nach. Du glaubst, dass du glaubst. Aber ob du glaubst, zeigen deine Werke. Und wenn du nicht einmal den Ältesten in einer solchen simplen Sache gehorchen kannst, dann was heißt für dich Glauben? Du hast deine Definition, aber das Wort Gottes hat seine Definitionen. Und Gott leider misst dich nicht an deinen Definitionen, sondern er misst dich an seinen Definitionen. Und er ruft dich zur Umkehr. Er ruft dich, echt zu werden. Aus dem Heuchlertum herauszukommen, aus dem Gemeindespielen herauszukommen. Gott will seine Gemeinde bauen und er muss sie reinigen. Und er sagt, die Zeit, wo Gemeindespielen hier erlaubt war, ist vorbei. Die war nie erlaubt, aber du hast gedacht, die ist erlaubt. Und das ist vorbei. Das wird nicht mehr gehen. Es wird nicht mehr funktionieren. Gott wird einen Gang höher schalten in den nächsten Wochen und Monaten. Das garantiere ich dir. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt hier bin. Hätte Gott irgendjemand anders schicken können. Aber Gott tut etwas im Geist. Und er schaltet einen Gang höher. Und bestimmte Dinge, die bis jetzt gingen, werden nicht mehr gehen. Das ist wie, wenn da ein Bummelzug durch die Landschaft fährt. Ja, wenn der so gemütlich fährt, da kannst du aussteigen, vorne steigst du aus, pflückst Blumen. Und wenn du dann einen Blumenstrauß fertig hast, kannst du noch im letzten Waggon wieder einsteigen. Überhaupt kein Problem. Weil der so langsam zuckelt, du kannst deine Blümchen pflücken in Ruhe. Aber was ist, wenn der Zug schneller fährt? Du denkst, wie immer, ich steige aus, ich mache mein eigenes Ding und hinten steige ich wieder ein, keiner hat es gemerkt, alles ist okay. Beim ICE schaffst du das nicht mehr.
Und die Zeit drängt, Jesus kommt wieder. Und eins der Dinge, die Gott nimmt oder die Gott tut in meinem Dienst, ich gehe durch das Land und ich spüre, wie Gott durch das, was er mir gegeben hat, an jede Gemeindetür, wo er mich hinschickt, klopft und sagt, jetzt ist Zeit aufzuwachen. Was willst du? Kannst du dich erinnern? Da kommen Menschen zu Jesus und er fragt sie, was willst du? Möchtest du ein netter, ordentlicher, angepasster, harmloser Baptist bleiben? Oder möchtest du wirklich brennen für Jesus und die Verantwortung in deinem Leben für dein eigenes Herz übernehmen? Was möchtest du? Du musst dich entscheiden. Und heute hast du eine Gelegenheit, dich zu entscheiden. Versteh bitte, dass da ein riesiger Unterschied ist zwischen Haltung und Reife. Eine Haltung der Unabhängigkeit. Lass die Ältesten reden, die finden das Seminar wichtig. Ich finde Picknick wichtiger, ich finde Barbecue wichtiger, ich finde Onkel Fritz Geburtstag wichtiger. Das ist eine Haltung. Und wenn man in einer Haltung ist, dann wird nicht durch die Zeit, die vergeht, diese Haltung anders. Eine Haltung wird nur anders, wenn ich mit der Wahrheit konfrontiert werde und sehe, diese Haltung ist erbärmlich. Die ist feige, die ist unwahrhaftig, die ist nicht akzeptabel in den Augen Gottes. Und warum ist sie in meinen Augen akzeptabel? Und ich werde wahr und ich werde echt und ich trete auf Gottes Seite und sage, das, was du dir davor machst und was du für Entschuldigungen vorbringst, warum du so viel zu tun hast und warum du deine Gartenlaube machen musstest oder dies oder jenes oder die Einkäufe, das ist erbärmlich und ich akzeptiere diese Lügen nicht mehr. Das ist, wie du umgehen musst mit deinen Lügen. Das nennt man Buße. Dann trittst du auf die Seite Gottes und mit den Augen Gottes schaust du dein eigenes Leben an, deine eigenen Taten, deine eigenen Haltungen und sagst, das geht nicht. Das passt nicht zu einem heiligen Gott, von dem ich sage, er ist Majestät, er ist König, er ist herrlich, er ist gewaltig, er verdient, dass ich mein Leben gebe. Und du erkennst, das sind nur religiöse Phrasen, die du singst, aber nicht meinst. Und der Heilige Geist überführt dich, du bist tief drin im Pharisäertum. Und du kommst nicht durch Wachstum heraus, du kommst durch eine Entscheidung heraus. Und das nennt man Buße. Ich darf so nicht mehr leben. Ich darf so nicht mehr denken. Ich darf mir solche Einstellungen nicht mehr erlauben. Damit gefalle ich Gott nicht. Damit bin ich statt ein Förderer des geistlichen Lebens in dieser Gemeinde ein Bremsklotz. Und Gott wird sich, einer nach dem anderen, in den nächsten Monaten mit den Bremsklötzen in dieser Gemeinde beschäftigen. Und er wird jeden Einzelnen heimsuchen und sagen, pass auf, ich habe etwas vor mit dieser Gemeinde. Du bist Bremsklotz. Und jetzt gebe ich dir eine Entscheidung. Ich lege vor dich Leben oder Tod, Segen oder Fluch. Möchtest du ein Bremsklotz bleiben? Ich werde dich nicht zwingen, anders zu werden. Aber dann werde ich dich aus dieser Gemeinde entfernen. Hier werde ich keine Bremsklötze mehr tolerieren. Das ist, was der Heilige Geist tun wird in dieser Gemeinde. Glaub es mir. Von dem ersten Moment an, wo ich kam, habe ich gespürt, hier knistert's. Hier ist was im Gange, in der unsichtbaren Welt. Gott macht hier etwas. Und das wird sichtbar werden in den kommenden Wochen und Monaten und Jahren. Und die Gemeinde wird nie wieder auf das alte Niveau zurückfallen. Nie wieder. Und er wird die Bremsklötze zur Buße rufen. Und wenn sie nicht hören und nicht reagieren, er selber wird sie entfernen. Er selber wird das tun. Und sagt sie, aber ich dachte, Gottes Programm ist Wachstum. Gottes Programm ist, seine Braut zu bereiten. Um mit denen zu arbeiten, die willig sind. Und die, die bremsen wollen und das, die Richtung und die Geschwindigkeit bestimmen wollen, die wird er entfernen. Er wird es tun. Weil es ist seine Gemeinde. Und dieses Seminar fing an mit, ich werde meine Gemeinde bauen. Jesus baut seine Gemeinde. Die gehört nicht dem Bund, die gehört auch nicht dir. Die gehört auch nicht Jakob oder Hans-Jürgen. Diese Gemeinde gehört Jesus. Und aus welchen Gründen auch immer, er hat in einer besonderen Weise seine Hand auf diese Gemeinde gelegt. Ich habe keine Ahnung von der Gemeindegeschichte. Ich weiß nicht, wer hier den Preis bezahlt hat, wer gebetet und gefastet und geschrien hat, wer hier wirklich durchgebrochen ist und hat gesagt, Gott, du musst hier etwas tun. Und Gott hat gesagt, okay, ich werde hier etwas tun.
Aber irgendwer hat das vorbereitet. Und Gott hat irgendjemanden benutzt oder mehrere. Ich habe keine Ahnung. Aber eins weiß ich, hier wird etwas geschehen. Ich habe zu viele Dinge wahrgenommen, die nicht normal sind, die nicht normal erklärbar sind. Ich weiß das. So, ich gebe dir einen guten Rat. Hör sehr gut zu, was heute das Wort bringt. Und am Ende hast du eine Gelegenheit, eine Entscheidung zu treffen. Und überlege dir gut, was du tust. Und diese Entscheidung ist gültig. Und wage es ja nicht, um nicht unangenehm aufzufallen, formal eine Entscheidung zu treffen, aber das ist nicht in deinem Herzen. Wage das nicht. Das macht alles noch viel schlimmer. Ich habe gesprochen über die Pläne Gottes für die Gemeinde, das Fundament, das wir haben, über den Auftrag, den wir haben. Gestern habe ich begonnen, ein bisschen über das Leben in der Gemeinde zu sprechen und unter den vielen Themen, die man darunter packen kann, unter das Leben in der Gemeinde, habe ich ausgewählt, das, was auf dem Herzen Gottes ist, Jüngerschaft. Jesus hat nie gesagt, kommt und wärmt die Stühle. Er hat gesagt, seid meine Nachfolger, setzt euch in Bewegung, geht mir nach, ahmt mich nach, lernt so zu leben, wie ich lebe, in der Führung und der Klarheit des Heiligen Geistes. Und er sagt, es gibt ein klares Kennzeichen, was ein Jünger ist. Ein Jünger ist jemand, der das Wort Gottes ernst nimmt. Nicht nur während der Predigt geduldig zuhört, sondern der Entscheidungen trifft und sagt, das muss mein Leben sein. Das werde ich lernen. Ich werde mein Leben verändern. Ich werde Verantwortung übernehmen für mein Herz. Wir haben vorhin gesungen, ja, Gott soll uns ein brennendes Herz geben. Die Bibel sagt, es ist deine Verantwortung. Sei brennend im Geist. Wenn du nicht brennend bist im Geist, dann deswegen, weil du ungehorsam bist dem Wort Gottes gegenüber. Es geht dir nicht um Gefühle. Ja, leider, ich fühle nichts. Du musst dich nicht um Gefühle kümmern, du musst dich um Entscheidungen kümmern. Du musst dich um deine Denkweise kümmern und Gott kümmert sich um dein Herz. Er kann dein Herz nicht in Brand setzen mit einer Haltung von Arroganz. Ach, wer sind die Ältesten? Was erzählen die? Das sehe ich ganz anders. Das haben wir früher auch nicht gebraucht. Und warum jetzt auf einmal? Und das sehe ich gar nicht ein. Und so stillschweigende, sanfte, nette, baptistische Rebellion gegen das Wort Gottes. Nicht militant, nicht mit Aufstehen und Kanzelputsch oder irgendwie sowas, sondern einfach stillschweigend, lass die doch reden. Das gibt sich schon wieder. Wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das kommt schon alles wieder hin. Das meine ich. Das ist die baptistische Harmlosigkeit, die sehr nett aussieht und die eine geballte Ladung von Rebellion gegen Gott ist. Du bist Gott, schön und gut, aber ich bin auch Gott und ich mache, was ich will. Du brauchst mir nichts zu erzählen. Das ist eine erbärmliche Haltung vor Gott, die er nicht toleriert in seinem Haus. In der Welt hat er das überall, aber in seinem Haus will er seine Ordnung aufrichten. Und was heißt, Gott richtet seine Ordnung auf? Es heißt, seine Ordnung kommt in deine Gedanken, in deine Werte, in deine Prioritäten, in dein Herz hinein. Aus deinem Herzen kommt dein Leben. Wenn du ein anderes Leben haben willst, dann musst du dafür sorgen, dass Gott Zugang bekommt zu deinem Herzen. Und ich werde heute sehr präzise und detailliert erklären, wie dein Herz anders wird und wie du lernen kannst, aus den schlimmsten Haltungen der Rebellion und der Unabhängigkeit und der Gleichgültigkeit rauszukommen und ein Herz zu bekommen, das mit Gott kooperieren kann und wo endlich geschieht, wozu du gerufen bist, dass Frucht hervorkommt in deinem Leben. Jesus sagt, dazu habe ich euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und die Frucht soll bleiben. Und die Frucht ist nicht die Anzahl der Gemeindemitglieder und die wachsende Gemeinde. Die Frucht ist das Wesen Jesu, die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes und du bist dazu bestimmt, diese Frucht hervorzubringen. Und es dauert nicht Jahrhunderte, bis diese Frucht anfängt, sichtbar zu werden und zu reifen. Ja, es ist die Frucht des Geistes. Sie braucht Zeit. Sie muss wachsen.
Aber wenn du ein Jünger Jesu wirst, und wenn du einen Lebensstil lernst, der dem Reiche Gottes angemessen ist, dann braucht es wenige Jahre. Und jeder aus deiner Umgebung und deiner Familie kann die Charakterveränderung sehen, die in dir stattfindet. Und die werden dann 20 Jahre später noch deutlicher werden, aber schon nach wenigen Jahren sind diese Früchte im Ansatz zu erkennen. Und jeder, der über Jahrzehnte gläubig ist und sich nicht verändert und immer den gleichen Charakter hat, immer den gleichen Lebensstil hat, ist jemand, der in Rebellion ist gegen Gottes Wort. Auch wenn er die Lieder alle mitsingt, auch wenn er die Hände hebt, was jetzt ja modern geworden ist, und den Predigten lauscht und sagt, ja, war schön, war gut. Das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist, gibt es Veränderung? Bewegt sich dein Leben in die richtige Richtung? Das ist das Entscheidende. Bist du in einem Prozess, wo du frei wirst? Das war ein wichtiges Wort. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist auch heute noch ein wichtiges Wort. Wir kommen gleich dazu. Ich bin bei der Vorrede, das ist noch nicht die Predigt. Es ist nur zum Einstimmen. Weil ich möchte, dass ihr in der richtigen Haltung dieses Wort hört. Es ist ein Wort vom Himmel, es ist ein Wort von Gott. Und du wirst verantwortlich gemacht, was du mit diesem Wort tun wirst. Nicht von mir, auch nicht von irgendjemand anders, aber von Gott selber. Du wirst verantwortlich gemacht. Niemand kann sagen, ja, das hat mir keiner gesagt, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass es jetzt darum geht, dass ich nicht mehr Gottesdienstbesucher sein soll, sondern dass ich jetzt Jünger sein soll. Du hast es gewusst, weil du es hörst heute. In der Bibel lesen wir, die ersten, Jesus ruft Jünger und die Apostel haben ihm gehorcht und haben Jünger gemacht. Und dann heißt es irgendwann später, die Jünger wurden zum ersten Mal Christen genannt in Antiochia. Und jetzt muss dieser Prozess sich wieder umkehren. Jetzt müssen die Christen wieder Jünger werden. Nicht jeder Christ ist ein Jünger. Aber jeder Jünger ist ein Christ. Nicht jeder, der zur Gemeinde gehört, nicht jeder, der einen Gemeindemitgliedsausweis hat, ist ein Jünger. Was ist ein Jünger? Ein Jünger kennzeichnet sich aus durch einen bestimmten Lebensstil. Jesus sagt, wenn ihr an meiner Rede bleibt, bleiben im Wort ist das Merkmal eines Jüngers. Wenn ihr an meiner Rede bleibt, dann seid ihr meine Jünger. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Kannst du dich erinnern im Text, wie die Juden reagiert haben auf diese Botschaft? Was heißt frei werden? Wir sind niemals Knechte gewesen. Wir müssen nicht frei werden. Jesus sagt, wer die Sünde tut, ist ein Knecht, ein Sklave der Sünde. Wenn du gebunden bist an billige Unterhaltung, die Gott spottet und die Gott verlästert, wenn du gebunden bist an Drogen, an Nikotin, an Pornografie, wenn du gebunden bist an schlechte Worte, wenn du gebunden bist an Zorn, dann bist du ein Sklave der Sünde. Aber deine Berufung ist, in die Freiheit der Kinder Gottes zu kommen. Und nicht beherrscht zu werden, sondern zu herrschen. Das ist das Normale. Wenn wir die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, dann herrschen wir im Leben. Dann braucht er keine Aschenbecher mehr. Und euch das gefallen zu lassen, dass Leute im Fleisch sind und sich nicht benehmen zu wissen und respektlos sind und freche Antworten geben oder einfach in einer Verweigerungshaltung leben. All das hört auf, wenn die Freiheit des Geistes kommt. Dann haben wir ein neues Herz. Wir wollen gehorchen. Wir wollen Gott alles geben. Wir wollen ihn lieben. Wir wollen ihn ehren. Wir verstehen, unser Leben zählt. Meine Gedanken zählen. Meine Fantasie zählt. Meine Worte zählen. Meine Handlungen, meine Entscheidungen zählen. Gott schaut. Und mit jeder Entscheidung treffe ich eine Wahl. Und ich sehe. Weil die Bremser und die Widerstände das nicht glauben. Deswegen haben sie so viel Kühnheit, einen Lebensstil weiterzuleben, der Gott nicht gefällt. Wenn ich wirklich glaube, meine Entscheidungen sind wie eine Saat und da wird eine Ernte von hervorkommen und von dieser Ernte muss ich leben. Wenn ich das wirklich glaube, werde ich aufpassen, wie ich lebe.
aufpassen, wie ich denke, aufpassen, wie ich rede, aufpassen, wie ich mich benehme, ich mit Menschen umgehe, die schwierig sind, die nicht so nett sind zu mir, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich werde auf mein Leben achten, weil ich weiß, alle meine Handlungen sind eine Saat und jede Saat wird aufgehen. Und Paulus erinnert die Gläubigen, sagt, Gott lässt sich nicht spotten. Ja, wieso wollen die Gott spotten? Ja, wie spotten sie Gott? Indem sie sagen, ja, meine Worte, die zählen doch nicht, meine Taten zählen doch nicht. Das ist der große heilige Gott, der interessiert sich doch nicht, für wie ich lebe. Also ich bitte dich, da hätte er ja viel zu tun. Und da ist die Gnade und Gott liebt mich. Und alles ist gut und ich bin angenommen. Da muss ich doch jetzt nicht irgendwie kleinlich sein und auf mein Leben schauen, auf meine Worte achten, auf meine Haltung gegenüber der Gemeinde, den Geschwistern, der Leitung. Du, also bitte, wo kommen wir denn da hin? Da wären wir ja ganz verkrampft und gesetzlich. Rede nur noch weiter deinen religiösen Müll. Gottes Wort straft all diese Gedanken und Lügen. Und Gott sagt, nichts davon ist akzeptabel. Nichts davon. Und spätestens, wenn der Tag kommt, wo du alleine vor deinem heiligen Gott stehst, vor dem mit den Feueraugen, mit dem scharfen Schwert aus dem Mund, und du stehst vor ihm ganz alleine. Und all deine Freunde, die sagen, ja, die spinnen ein bisschen, die sind extrem, wir sind die Normalen, komm, lass es uns ruhig angehen. Alle die, die dich bestätigt haben, in deinem fleischlichen, rebellischen Lebensstil, sind nicht da, stehen dir nicht zur Seite. Du stehst alleine vor dem Herrn. Und du musst Rechenschaft geben für jedes Wort, für jede deiner Taten. Du musst Rechenschaft ablegen. Und das wird der bitterste Moment in deinem Leben sein. Der bitterste Moment. Und spätestens da wirst du Buße tun wie niemals zuvor. Weil im Lichte Gottes merkst du, dass deine Ausreden und Entschuldigungen und Rechtfertigungen und Lügen und Täuschungen nicht bestehen können. Das zerbröselt alles, das fällt alles in dich zusammen. Vor einem heiligen Gott kannst du mit einer solchen fleischlichen Gesinnung nicht bestehen. Und spätestens da wirst du mit ihm übereinstimmen. So, wenn wir alle diesen Termin haben, Paulus nennt das den Richterstuhl Christi, wo es nicht darum geht, ob du in Himmel oder Hölle kommst, sondern wo dein Leben bewertet wird, wo du gereinigt wirst. Wenn es diesen Termin gibt, dann halte ich das für das Sinnvollste, zu sagen, jetzt begehre ich das Licht Gottes. Jetzt will ich in die Wahrheit kommen. Jetzt will ich die Klarheit haben. Jetzt will ich sehen, was Gott sieht. Und ich will mit ihm übereinstimmen und ich will mich reinigen. Okay, genug der Vorrede. Wir gehen jetzt zu einem Gleichnis, das ihr alle kennt. Markus Kapitel 4, das ist das Gleichnis vom Sämann. So nennt es der Herr. Und dies ist das Gleichnis, das erklärt, was dich hindert, deine Berufung zu erfüllen. Deine Berufung ist, Frucht zu bringen für Jesus. Das ist deine Berufung. Und es gibt Hindernisse, die verhindern, dass du in deine Berufung kommst und Frucht bringen kannst und das Lager wechselst, rauskommst aus der Gruppe der Menschen, die Gottes Problem sind und hineinkommst in die Gruppe der Menschen, die Gottes Antwort sind. Die, die gehorsam sind, die im Geist leben wollen, die Jünger sind, werden herausgeführt aus dem Bereich, wo sie ein Problem sind für Gott, hinein in den Bereich, wo sie ein Segen sind für das Reich Gottes und für andere. Und hier sitzen solche und solche. Hier sitzen die Bremser, die sanften Rebellen. Und hier sitzen solche, die sagen, Gott, ich will dich und sonst nichts. Und mit diesem Mischmasch ist Gott nicht einverstanden, weil Gott kein Gott vom Mischmasch ist. Er sagt, was hat Licht mit Finsternis zu tun? Was hat Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit zu tun? Was hat der Teufel mit den Kindern Gottes zu tun? Gar nichts. Also wird Gott dieses Mischmasch auflösen und sagen, wie im Himmel, auch auf Erden, auch in dieser Gemeinde. Der Wille Gottes soll geschehen und der Wille Gottes ist niemals eine Gemeinde von Bremsern und brennenden Herzen. Das ist nicht der Wille Gottes. Es ist nicht normal, es ist nicht akzeptabel. Wenn es für dich bis jetzt akzeptabel war, dann bist du aufgefordert, heute deine Einstellung zu ändern, um mit Gott übereinzustimmen.
Und ich verdamme hier niemanden. Ich hoffe, dass du das merkst. Ich verdamme hier niemanden. Ich biete die ausgestreckte Hand Gottes an. Egal wie fleischlich, wie korrupt dein Leben war, wie weltangepasst. Gott sagt, höre heute, ergreife meine Hand und ich ziehe dich raus aus diesem Sumpf des Fleisches in die Klarheit und in die Höhen und in die Schönheit und die Reinheit und die Kraft des Heiligen Geistes. Ist ein Lebensstil und den musst du anfangen zu lernen. Und das wird nicht morgen zu Ende sein, sondern es beginnt heute. Und du wirst Monate brauchen und Jahre brauchen, diesen Lebensstil des Reiches Gottes zu leben. Und Gott weiß das und Gott ist geduldig. Und Gott ist niemals zornig über Unreife. Niemals. Aber es gibt einen Moment für Gott, wo das Maß voll ist und wo er sagt, ich ertrage Widerstand nicht mehr. Jetzt ist fertig. Widerstand, habe ich schon gesagt, hat nichts mit Reife zu tun. Der schwächste Christ, der korrupteste Christ, der verlorenste Christ, der zutiefst in Sünde verstrickt ist und gar nicht mehr weiß, wie er da rauskommt, kann die Stimme Gottes hören und kann eine Entscheidung treffen und sagen, ich wähle das Leben. Ich wähle das Licht. Ich wähle die Wahrheit. Ich werde jetzt mein Leben neu gründen und neu aufbauen auf Wahrheit. Ich werde ein Mensch des Wortes werden, der lebt im Wort Gottes und der die Kraft des Wortes Gottes aus Erfahrung kennt. Und ich werde erleben, wie die Wahrheit Schritt für Schritt mich frei macht. Und eine Sündenkette nach der anderen wird zerbrechen. Und deine Freiheit und deine Fähigkeit, Gott zu genießen, wird zunehmen und wachsen. Das ist der Plan. So bitte versteh den Unterschied zwischen Haltung und Reife. Jeder kann seine Haltung ändern in einem Augenblick und kann sagen, du hast recht, ich schaue das jetzt mit den Augen Gottes an. Gott akzeptiert es nicht. Wieso soll ich das akzeptieren? Ich gehöre ja zu ihm, ich akzeptiere es auch nicht mehr. Ich trete rüber auf die Seite der Wahrheit und verurteile meine verkehrte fleischliche Denkweise. Und ich mache keine Entschuldigung mehr, keine Rechtfertigung, keine Beschönigung. Ich tröste mich nicht mehr damit, dass es andere gibt, die noch schlimmer dran sind als ich. Sondern ich sage, es geht um mich und ich habe Verantwortung und ich übernehme Verantwortung. Dieses Gleichnis, Markus Kapitel 4, und wir werden jetzt gleich in die Auslegung gehen. Ich denke, ihr kennt alle dieses Gleichnis und Jesus gibt eine Erklärung, was es bedeutet. Und er betont die Wichtigkeit dieses Gleichnisses. Er sagt, wenn ihr dieses Gleichnis nicht begreift, alle anderen Gleichnisse über das Reich Gottes werden dir nichts sagen. Wenn du das nicht akzeptierst, wenn du da nicht einsteigst, alles andere wird dir nichts sagen und wird dir nichts geben. Der Einstieg ins Reich Gottes ist das Gleichnis vom Sämann. Und das hat sehr viel mit Jüngerschaft zu tun, weil es um unsere Haltung zum Wort Gottes geht. Und deine Haltung zum Wort entscheidet, ob du wächst, ob du dich veränderst, ob du in die Freiheit kommst, ob du Frucht bringst, ob du ein Gott wohlgefälliges Leben führst. Deine Haltung zum Wort Gottes entscheidet alles hier auf der Erde. Und dieses Gleichnis spricht von drei Hindernissen, die verhindern wollen, dass du Frucht bringst. Und jeder von uns hat alle diese drei Hindernisse in seinem Herzen. Früher habe ich das nicht geglaubt. Früher habe ich überhaupt gedacht, das geht um Evangelisation und Jesus geht und predigt das Wort und die einen hören, die anderen nicht. Dieses Gleichnis ist für Christen genauso. Und es erklärt, was es wodurch Frucht verhindert wird, zu der du gerufen bist, zu der du bestimmt bist. Und diese Hindernisse, oder du, wenn du dich auf den Weg machst und sagst, ich will jetzt ein Jünger werden, dann kommst du auf diese Hindernisse genau in dieser Reihenfolge. Und das heißt, du wirst konfrontiert mit Hindernis Nummer 1 in deinem Herzen und wenn du das überwindest,
triffst du auf Hindernis Nummer 2. Wer Nummer 1 nicht überwindet, trifft nie Nummer 2. Und glaubt auch nicht, dass er Nummer 2 hat. Und 3 schon gar nicht. Aber wenn du Nummer 2 überwindest, qualifizierst du dich, Nummer 3 zu treffen. Und wenn du Nummer 3 überwindest, dann bist du im Stadium Nummer 4 und du wirst Frucht bringen. Ein redliches Herz, das Frucht bringt in Geduld. Gott weiß, dass das Zeit braucht. Und diese Zeit hast du. Aber es beginnt mit einer Entscheidung. Und für eine Entscheidung brauchst du nicht mehr als ein paar Sekunden. Nicht mehr. Du musst es dir nochmal überlegen. Und dann sagst du, jetzt wähle ich. Und du bist verantwortlich. Und diese Wahl zählt. Wie Gott sagt, ich lege dir vor, Leben und Tod. Segen und Fluch. Wähle. Und weil einige so zaudern und nicht wissen und hin und her gerissen sind und sagen, ach, ich bin ganz überfordert, so viele Möglichkeiten, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Gott kommt dir entgegen und sagt, wähle das Leben! Ich meine, wie viel einfacher kann es noch sein? Wähle das Leben! Und wie wählen wir das Leben? Indem wir Jesus wählen, indem wir wählen, ihm nachzufolgen, indem wir wählen, ihm wirklich zu folgen als Jünger. So, gehen wir hinein in die Auslegung des Gleichnisses, das Jesus dann seinen Jüngern gibt, ab Vers 14, Markus Kapitel 14. Der Sämann sät das Wort. So, der Same in diesem Gleichnis ist das Wort Gottes. Der Parallelbericht Lukas sagt es auch ganz klar. Der Same ist das Wort Gottes. Wir haben deswegen so eine geringe Wertschätzung und so wenig Hunger nach dem Wort und so wenig Hingabe an das Wort, weil uns nicht klar ist, was das wirklich bedeutet. Gott handelt durch den Samen des Wortes Gottes. Ein Same ist sehr unscheinbar. Gott hat mir diese Lektion gegeben, als ich mich geärgert habe. Wir wohnten im zweiten Stock oder dritte Etage. Und neben dem Balkon war eine große Birke und die ging so hoch wie der Balkon. Und jeden Sommer ab August wehte diese Birke oder der Wind die Birkensamen auf meinem Balkon in solchen Massen, dass ich mit einer Kehrschaufel das wegschaufeln musste. In solchen Massen kam das. Und ich weiß nicht, ob du schon mal einen Birkensamen angeguckt hast. 2/3 sind nur Flügel. Die sind nur dazu da, dass das Ding mit dem Wind fliegen kann. Der eigentliche Same ist noch viel, viel, viel kleiner, ist unscheinbar. Und ich hatte diese Samen in der Hand und dann guckte ich auf einmal die Birke an. Und auf einmal ging es durch mich. Boah, was für eine komprimierte Power. In diesem kleinen, winzigen Samen ist die Kraft, eine 30 Meter hohe Birke zu schaffen. Und diese 30 Meter hohe Birke wird dann jeden Herbst säckeweise winzige Samen hervorbringen. Jedes Einzelne ist imstande, eine 30 Meter hohe Birke zu produzieren, die wiederum säckeweise Samen produziert. Gibt es eine komprimiertere oder effektivere Art, Power zu komprimieren? Gott ist schöpferisch, Gott ist kreativ, Gott wirkt durch das Wort. Und dein Herz wird nur durch eins verändert, durch das Wort Gottes, durch nichts anderes. Nicht durch die Gemeinde, nicht durch die Mitgliedschaft, nicht durch deinen Dienst in der Küche oder am Keyboard oder sonst irgendwas. Dein Herz wird verändert durch das Wort Gottes oder nicht. Und das Wort Gottes kannst du verhindern. Du kannst verhindern, indem du nicht auf dein Herz achtest, indem du nicht schaust, wie soll ich kooperieren. Du kannst verhindern, dass Gott in deinem Leben wirkt. Und dann gehen die Jahre und die Jahrzehnte vorbei. Und die Falten kommen, das graue Haar kommt, aber die Frucht des Geistes kommt nicht. Weil die kommt nicht durch Stuhlwärmen, die kommt nicht durch treue, jahrzehntelange Besuchen des Gottesdienstes, die kommt nur durch einen Lebensstil der Jüngerschaft, auf keine andere Art und Weise. Und Jüngerschaft heißt, dass du lernst, mit dem Wort Gottes so umzugehen, wie Gott geboten hat, mit dem Wort umzugehen. Bevor ich da hineingehe, lass mich meine persönliche Geschichte kurz erzählen oder einen Aspekt. Ich habe keinen christlichen Hintergrund.
Und die haben ein Leben in Schmutz, in Dreck, in Rebellion, in Hass, in unglaublichen, schrecklichen Dingen gelebt. Und Jesus ist mir begegnet, mehrmals. Und hat mich, erste Offenbarung war, er ist überhaupt da. Ich war sowas von geschockt, dass es Jesus wirklich gibt. Dass ich stundenlang nicht sprechen konnte. Ich war wie, als wenn du mir mit einem Baseballschläger über den Kopf gebrettert hättest. Ich saß da auf dem Bordstein draußen auf der Straße und ich wusste nur eins, Jesus lebt, es gibt ihn wirklich. Er ist Gott. Das hat kein Mensch mir erzählt. Er selber ist erschienen und bong, hat mir eins drüber gebraten. Und mein ganzes Leben ist aus den Fugen geraten. Und er hat zu mir gesagt, er ist die Wahrheit. Und das war das große Problem für mich. Ich war ein Philosoph, ein Sucher nach Wahrheit. Das war mein Image, damit habe ich angegeben. Und auf einmal kommt eine Person und erklärt, sie ist die Wahrheit. Und ich habe genau verstanden, ich bekomme nur Wahrheit, wenn ich mich dieser Person unterordne. Das habe ich genau verstanden. Und weil mein Herz durch und durch voller Rebellion war, habe ich in mein Tagebuch geschrieben, niemals werde ich mich Jesus Christus unterordnen, eher sterbe ich. Kannst du dir vorstellen, wie abgrundtief pervers Sünde ist? Du hast eine übernatürliche Begegnung und du weißt, Gott ist da, Jesus ist real und du entscheidest dich, no way, niemals, ich werde meine Knie nicht beugen. Und Gott hat meine Worte ernst genommen, beinahe. Und von diesem Erlebnis an ging es bergab. Und ich fing an zu sterben. Ich will das nicht jetzt erzählen, das ist nicht mein Ding jetzt. Aber als es wirklich ganz unten war und ich wusste, entweder ich lande mein Leben lang in der geschlossenen Psychiatrie oder ich bringe mich um, das waren die beiden Alternativen, die ich noch gesehen habe. Da habe ich zu Gott geschrien. Da ist er mir wieder eingefallen. Als es ans Sterben ging. Und er ist wieder gekommen. Und Jesus ist mir erschienen. Jesus ist mir erschienen. Du kannst sagen, der Henkel, der spinnt ja. Aber diese Erfahrung ist vor 42 Jahren gewesen. Die hat mein ganzes Leben in einer Nacht komplett auf den Kopf gestellt. Und daran sehe ich, dass es echt war und keine Halluzination war. Und ich habe eine Offenbarung bekommen über das Kreuz. Ich habe meine Sünde gesehen. Was für ein Mensch ich wirklich bin. Und ich habe das Kreuz gesehen, ich habe Jesus am Kreuz gesehen. Und ich habe verstanden, er hängt dort für mich. Ich gehöre ans Kreuz. Das ist der schnellste Weg aus religiöser Selbstgerechtigkeit. Bitte um eine Offenbarung, warum musste Jesus sterben? Und der Heilige Geist wieder zeigen, wegen deiner Sünde. Er ist an deiner Stelle gestorben, du gehörst ans Kreuz. Und das ist das Ende deiner religiösen Selbstgerechtigkeit. Und mit Baptismus ist fertig. Ich habe sehr intensiv als junger Christ Baptismus studiert. Ich bin geschickt, in einer Gemeinde ein Jahr mitzuarbeiten. Und die Aufgabe, die mir gegeben wurde von der Leitung des Theologischen Seminars in Hamburg war, ich soll die Besonderheiten des deutschen Baptismus studieren. Und das habe ich getan. Intensiv. Und nach einem halben Jahr habe ich gesagt, ich gehe niemals nach Hamburg. Und die Brüder haben gesagt, warum nicht? Du bist ausgewählt von 45 Leuten, haben sie dich genommen und du hast die Chance, jetzt dieses Seminar zu besuchen und kannst da Pastor werden. Und ich habe gesagt, ich gehe dort nicht hin. Ja, warum nicht? Weil ich nicht so werden möchte wie die, die von da kommen, habe ich gesagt. Das hat aber keiner verstanden. Fanden das noch bösartig. Und das war ganz ehrlich gemeint. So, ich hatte eine dramatische Bekehrung dann. In einer Nacht war alles fertig mit Drogen, mit Rebellion, mit Rockmusik und Unzucht und all den ganzen Dingen. Und einmal war mein Leben total anders. Von einem Tag auf den anderen. Ich wusste, ich bin zu Hause, Gott ist mein Vater. Ich werde jetzt mein Leben lang nur für Jesus leben. Ich wusste das. Ich bin nie wieder zurückgegangen durch die Gnade Gottes in die Drogen und in all diese Dinge. Und in den nächsten Monaten ist so viel passiert und mein Leben war so anders. Aber nach ein paar Jahren verlangsamte sich das Tempo meiner Entwicklung. Und irgendwann merkte ich, ich drehe mich im Kreis und es passiert nichts mehr.
Nichts Neues. Und es kam Routine auf und Langeweile. So wie einige von euch Langeweile erleben in der Anbetung. Warum ist Langeweile in der Anbetung? Weil dein Herz weit weg ist von Jesus, deswegen. Wenn dein Herz nah ist an Jesus, dann fängst du an, ihn zu sehen, dich an ihm zu freuen. Du hast das Verlangen, ich will ihm etwas geben. Und du gibst ihm dein Herz, du gibst ihm deine Lieder, du gibst ihm deine Hände. Wenn du Langeweile hast in Anbetung, dann deswegen, weil dein Herz weit weg ist von Jesus, kalt ist. Und er sagt, komm zu mir. So, ich machte mir Sorgen über meinen geistlichen Zustand. Und ich beschloss, den Herrn zu suchen. Ich beschloss, zu fasten und zu beten und herauszufinden, warum ist mein Leben im Kreis jetzt? Warum passiert nichts Neues mehr? Warum bin ich in Routine gelandet? Ich komme aus der Finsternis. Ich weiß, was Finsternis bedeutet. Ich weiß, was das Licht ist. Ich habe Jesus erlebt. Er war da. Er hat zu mir geredet. Ich habe ihn gesehen. Und doch bin ich in Routine gelandet. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Und ich habe den Herrn gesucht. Und Gott hat zu mir gesprochen durch ein Buch, das ich gelesen habe von Derek Prince. Und in diesem Buch war ein Satz. Und dieser Satz war wie mit Marker angestrichen. Und als ich auf diesen Satz stieß, blinkte es. Und ich konnte nicht mehr weiterlesen. Sagst, hast du immer noch Drogen genommen oder was war los? Ja. Dieser Satz stach heraus. Und ich wusste, hier ist die Antwort, aber ich habe den Satz nicht verstanden. Und dort stand geschrieben, ziemlich wortwörtlich, Satan will dich in Unwissenheit lassen über die wahre Natur des Wortes Gottes. Und weil ich nicht weiterlesen konnte, fing ich an, über diesen Satz nachzudenken. Und dann stellte ich mir eine kluge Frage. Es ist gut, mal ab und zu sich Fragen zu stellen. Ja, was ist denn die wahre Natur des Wortes Gottes? Und es ist heute für mich unvorstellbar, wie sowas möglich ist. Aber es war möglich. Ich konnte keine Antwort darauf geben. Ich konnte nicht sagen, was ist die wahre Natur des Wortes Gottes? Was unterscheidet ein Wort in der Bibel von der Bildzeitung? Ich meine, dieselben Buchstaben, dasselbe Alphabet, ja, kann sogar dasselbe Wort sein. Ja? Brot in der Bildzeitung und Brot in der Bibel. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Aber was ist der Unterschied? Was ist das Besondere des Wortes Gottes? Und ich war schockiert darüber. Du bist Christ schon seit Jahren und du weißt nicht, was das Besondere ist des Wortes Gottes. Und mir wurde klar, mit mir ist genau das passiert, bevor der Mann Gottes war. Und Satan will dich in Unwissenheit lassen über die wahre Natur des Wortes. Ich war geschockt. Und ich dachte, das muss aufhören. Unwissenheit muss aufhören. Und ich habe eine Entscheidung getroffen, das war eine meiner besten Entscheidungen als Christ. Ich habe gesagt, ich mache jetzt 2 Bibelstudien. Was sagt Gott über sein Wort? Nicht, was sagt Elstal. Was sagt Gott über sein Wort? Nicht, was sagen andere Leute. Was sagt Gott selber über die Natur, über das Wesen, über die Wirkungsweise seines Wortes? Und dann ein zweites Bibelstudium habe ich dann dran gehängt. Was sagt Gott, wie ich mit seinem Wort umgehen soll? Das erste Bibelstudium war schockierend, das zweite war noch schockierender, weil ich gesehen habe, Gott hat präzise Vorstellungen und Gebote, wie ich mit seinem Wort umgehen soll. Und über Jahre habe ich treu und geflissentlich das ignoriert. Wie viele von euch? Ihr denkt ein bisschen Bibel lesen und das ist schon genug. Gott redet von einer Hingabe an das Wort Gottes, die nach dem Bibellesen erst anfängt. Er nennt das Nachsinnen über das Wort. Und wenn du diese Kunst lernst und wenn du verstehst, was das bedeutet und du anfängst, das zu praktizieren, öffnet sich eine Tür und die Kraft des Wortes wird freigesetzt. Und fängt an zu wirken und prägt dich und wird ein Feuer in deinem Herzen. Und der Eifer Gottes kommt und du bist nicht mehr bereit, Sünde in deinem Leben zu tolerieren. Und dann nimmt der Eifer zu und aus lauter Liebe bist du nicht mehr bereit, die Sünde im Leben deiner Geschwister zu tolerieren. Und das nennt man Erweckung in der Gemeinde. So, jetzt gehen wir in Markus 4. Das Wort Gottes enthält alles, was du brauchst.
Jede notwendige Veränderung, jede Erfahrung von Geliebtsein, von Wertvollsein, von Geborgensein, von Sichersein, von Wertvollsein, alles, was du brauchst im Leben, ist enthalten im Worte Gottes. Alles. Du brauchst nichts anderes. Du brauchst nur dieses Wort. Das Problem ist, das Wort ist verschlossen. Das Wort ist wie eine Nuss. Da kann dir jemand erzählen, ja, also Nüsse sind besonders nahrhaft. Boah, die haben Energie, ja, und das ist sehr gut, ja, und sehr gesund, ja. Und du nimmst da eine Haselnuss, nimmst sie im Mund, hast noch nie was von Nüsse gehört, nimmst sie im Mund, naja, also von Energie merke ich jetzt noch nichts, ja, okay, vielleicht muss ich länger lutschen, ja, und du lutschst und lutschst und lutschst und irgendwann sagst du, also ich glaube, die haben mir einen Bären aufgebunden, da ist überhaupt keine Energie drin, mein Gaumen ist schon ganz wund, aber von Energie spüre ich hier nichts. Du musst die Nuss knacken. Du musst die Schale des Wortes knacken. Du musst erlauben, dass der Heilige Geist das Wort dir aufschließt. Er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verständen. Du brauchst den Heiligen Geist und du brauchst eine Hingabe an das Wort, wie Gott es beschrieben hat. Und nur treu ein paar Kapitel lesen, wird nicht garantieren, dass die Kraft des Wortes jemals hervorkommt. Du kannst bis an dein Lebensende brav deinen Kalenderzettel abzupfen und so meinetwegen auch dein Kapitel in der Bibel lesen. Wenn du nicht anfängst, das Wort hineinzunehmen in dein Herz, wird die Kraft niemals wirksam. Die Kraft Gottes wird nur wirksam, wenn dein Herz sich mit dem Wort verbindet oder das Wort sich mit dem Herzen verbindet. Nur dann. Schon mal gelesen? Ich habe dein Wort in meinem Herzen verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Wo kommt die Kraft her, Sünde zu widerstehen? Nicht vom Kalenderzettel, nicht vom ab und zu mal Bibel lesen, sondern von einem Lebensstil, wo das Wort im Herzen verwahrt wird. Wenn ihr an meiner Rede bleibt, seid ihr in Wahrheit meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Er sagt nicht, wenn ihr sonntags treu eine Predigt hört, sondern wenn ihr euch hingebt dem Wort Gottes und erlaubt, dass das Wort Gottes tief hineinkommt ins Herz. Und wie kommt das Wort Gottes ins Herz? Jesus erklärt hier etwas ganz, ganz Wichtiges. Vers 15. Die an dem Weg sind, sind die, welche das, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hinein gesät worden ist. Also das Wort wird ausgeteilt, und bevor das Wort irgendwas tun kann, kommt der Teufel und nimmt das Wort wieder weg. Und natürlich, dann kann keine Frucht entstehen, ist ja logisch. Also, was ist das Problem? Ganz klar, sagt der Text, der Teufel, falsch. Die Frage ist, warum bewahrst du nicht dein Herz? Warum erlaubst du dem Teufel zu stehlen? Wir haben Verantwortung für unser Herz. Bewahre dein Herz mit allem Fleiß, Sprüche 4, 22, denn daraus kommt dein Leben. Wenn du dein Herz nicht bewahrst und da ist kein Schutz, da ist keine Mauer und da darf jeder da reinspazieren und der Teufel einfach das wieder stehlen, dann wäre es das Problem nicht der Teufel, du, weil du durch Passivität eine Tür aufmachst für den Teufel. Passivität, Faulheit im Umgang mit dem Wort Gottes ist Händchenhalten mit dem Teufel. Und es gibt viele nette, liebe, sympathische Gemeindemitglieder, die regelmäßig Händchen halten mit dem Teufel und sonntags ein nettes Gesicht machen und selber noch nicht einmal wissen, was sie tun. Das ist, wie Gott es sieht. Und Erweckung heißt, uns werden die Augen geöffnet und wir sehen unseren Zustand mit den Augen Gottes und nicht mehr mit unseren Augen, die alles verharmlosen, die sagen, das passt schon. Und so schlimm ist es bei mir gar nicht. Und andere sind noch viel schlimmer und tue ja auch keine schlimmen Sünde. Widerstand, Verweigerung, der Bremser zu sein, ist eine gewaltige Sünde. Und hier sind Bremser heute Morgen. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Schade, dass ihr gestern nicht da wart, aber heute seid ihr da. Und der Herr sagt, ich werde dir nicht mehr erlauben, in dieser Gemeinde zu bremsen. Entweder du selber gehst runter von der Bremse
und kommst in den Strom des Geistes und lernst ein Jünger zu sein und wirst verändert oder ich selber werde dich entfernen. Das ist das Wort des Herrn an die Bremser. So, wenn ich du wäre als Bremser, ich würde sagen, nee, ich will beim Herrn bleiben, ich will verändert werden, ich will wachsen, ich will hinein in meine Bestimmung, ich will nicht diesen peinlichen Moment erleben, wo ich konfrontiert werde mit jahrzehntelanger Verweigerungshaltung und Faulheit und wo der Herr sagt, möchtest du mal sehen, wie ich dein Leben geplant habe? Möchtest du mal sehen, was ich alles für Segnungen durch dich für andere geben wollte? Und all das konnte nicht stattfinden, weil du auf die Bremse getreten hast, weil du dich verweigert hast. Diesen Moment möchte ich dir ersparen. So, ich predige aus Liebe, ich predige nicht aus Ärger, ich bin nicht frustriert, ich bin nicht zornig. Aber ich lade euch ein, kooperiert allesamt mit dem Heiligen Geist. Übernehmt Verantwortung für euer Leben. Das ist das Merkmal eines Jüngers. Er übernimmt Verantwortung für sein Leben. Und er lernt jetzt, sein Herz zu bewahren. Er lernt, dem Teufel zu widerstehen. Er lernt, so mit dem Wort umzugehen, dass es ihm nicht geraubt wird. Durch was wird uns das Wort geraubt? Ich sehe zwei grundsätzliche Möglichkeiten, wie das Wort uns geraubt wird. Erstens, wir anerkennen nicht, was Gott sagt über sein Wort. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und wir sagen, naja, das ist zeitgebunden, das muss man im Kontext der Geschichte sehen und das war damals so und heute kann man das nicht mehr so sagen, weil wir leben ja in einem Zeitalter von Computer und wo Homosexualität jetzt anerkannt ist und die dürfen sogar heiraten. Neulich habe ich Nachrichten gelesen zum ersten Mal, ich glaube in Kolumbien oder so, hat die Kirche 3 Männer getraut für eine Ehe. 3 Männer. Ich sag mal, geht's noch? Nicht 2. 3 gleichzeitig haben untereinander geheiratet. Also man kann sich kaum vorstellen, wie man noch verrückter werden kann. Es gibt kaum noch Steigerungen. Ein paar gibt es noch, aber die kommen in den nächsten Jahren, garantiert. Die Welt ist aus den Fugen. Die Welt ist voller Aufstand und Rebellion gegen Gottes Wort. Das ist normal. Aber wenn diese Rebellion in der Gemeinde ist, dann sagt Gott, nee, das geht nicht. Ich brauche die Gemeinde, um die Welt zu erschüttern. Und deswegen beginnt das Gericht im Hause Gottes. Und vielleicht hast du noch nicht gemerkt, das ist eine Gerichtsbotschaft. In aller Liebe, in aller Freundlichkeit, mit viel Werben, bitte, bitte, komm nicht unter den Fluch, komm raus aus deiner Rebellion und deiner Verweigerung. Du sagst, wie rebelliere ich denn? Indem du ignorierst, genauso wie ich auch jahrelang gemacht habe, was Gott sagt, wie man mit seinem Wort umgehen soll. Psalm 1, Josua 1, Vers 8, Kolosser 3, 16, viele, viele Schriftstellen reden davon, dass wir uns intensiv beschäftigen sollen mit dem Wort Gottes, dass wir uns hingeben sollen dem Wort Gottes, dass wir uns beugen sollen, dass wir das Wort Gottes nehmen sollen, um unsere Gedanken zu prägen und rauskommen aus unserer weltlichen Mentalität. Wenn das Wort Gottes die Wahrheit ist, dann heißt das, dass der Herr von mir verlangt, dass ich jetzt als Nachfolger Jesu, der ja die Wahrheit ist, mit der Wahrheit übereinstimme. Die Wahrheit als mein Maßstab nehme, die Wahrheit anerkenne. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber brechen wir es mal ganz runter. Das heißt, die Steuererklärung wird tipptopp ausgefüllt, so wie es der Wahrheit entspricht. Keine Lüge kommt aus deinem Mund mehr. Du glaubst nicht mehr religiösen Lügen über Gemeinde oder über Gemeindestrukturen. Eine normale Gemeinde muss einen Pastor haben. Zeig mir das in der Bibel, zeig mir das im Neuen Testament. Mach ein Bibelstudium über Gemeindestruktur. Und du wirst feststellen, wie wir das heute Abend haben mit Pastor, das kommt irgendwoher, aber nicht aus der Bibel. Aber die meisten Pastoren und die meisten Ausbildungsstätten kehren sich einen Dreck um das Wort Gottes. Und sagen, das haben wir immer so gemacht, das ist normal. Was ist bitteschön normal? Normal ist das, was im Himmel ist. Und wir sollen beten, das, was im Himmel ist, soll auf die Erde kommen. Wie im Himmel, so auf Erden. Und wie viele Leute gibt es? Ich kenne Gemeinden ohne Pastor, mit Leitungsteam, Ältestenteam, wie die Bibel das sagt. Und immer noch gibt es Leute, ja und wann werden wir endlich eine normale Gemeinde und haben endlich einen Pastor?
Und die Ältesten sagen, nie mehr, der Zug ist abgefahren, vorbei, schau in die Bibel, wir gehen nach der Bibel, das ist eine alte Geschichte, das ist ein alter Hut, das ist vorbei. Und ich will jetzt nicht darauf eingehen, welche Segnungen freigesetzt werden durch Teamleiterschaft. Das ist nicht mein Thema. Vielleicht ein andermal können wir darüber sprechen, falls ich überhaupt noch mal eingeladen werde. Schauen wir mal. Wenn die Wahrheit ist, wenn Gottes Wort die Wahrheit ist, und die reden auf deiner Arbeitsstelle über wie normal Lesbentum und Homosexuelles ist, dann musst du sagen, für mich ist das nicht normal und für Gott ist das nicht normal. Du musst deine Stimme heben. Wenn du an die Wahrheit glaubst, musst du für die Wahrheit stehen. Und da geht der Ärger los. Da haben wir die Konfrontation mit dem Zeitgeist. Und viele, viele andere Dinge. Das Problem mit religiösen Gedankenmustern ist, man glaubt, die sind alle richtig und man macht sich überhaupt nicht die Mühe zu überprüfen, was man eigentlich glaubt, weil man weiß ja, man ist Christ und man glaubt die richtigen Dinge. Aber bitte nimm das Beispiel der Apostel, die gingen 3 Jahre mit Jesus, wurden von Jesus persönlich gelehrt. Und noch 10 Jahre nach Pfingsten waren sie tief in religiösen Blockaden drin und haben es nicht gewusst. Jesus hat ihnen klipp und klar gesagt, geht in alle Welt, predigt allen Nationen das Evangelium. Und was haben sie gemacht? 10 Jahre lang gingen sie in alle Welt zu den Juden und haben den Juden das Evangelium verkündigt und dachten, das ist, was Jesus gemeint hat. Wir lesen heute Matthäus 28 und sagen, das ist doch völlig klar, wieso habt ihr das falsch verstanden? Hat doch ganz klar gesagt, zu allen Nationen. Wieso macht er daraus nur zu den Juden? Sie waren geblendet. Sie hatten Blockaden. Sie hatten Festungen. Und durch die Brille ihres Judentums haben sie die Worte Jesu verstanden und verdreht. Und viele von euch verdrehen das Wort Gottes durch die Brille des Baptistentums oder Brüder. Oder irgendwas anderes. Oder charismatisch. Oder pfingstlich. Oder ich weiß nicht was. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und er kann nur dann wirken, wenn wir sagen, Gott ist Gott und Gott hat Recht. Und Herr, hilf mir, meine Blockaden zu sehen. Wenn die Apostel, die die exzellenteste Ausbildung gehabt haben, die man sich vorstellen kann, noch 10 Jahre nach Pfingsten in Traditionen waren, könnte es nicht sein, dass ich das auch bin? Hättest du vor Apostelgeschichte 10 Petrus gefragt, sag mal, sind da noch religiöse Blockaden bei dir? Was hätte der gesagt? Du, ich bin Apostel, ich bin voll des Geistes, ich spreche in 9 Zungen. Ich war 3 Jahre mit Jesus, was erzählst du mir von religiösen Blockaden? Das ist das Tückische, wir wissen nicht, an was wir gebunden sind, bis uns die Augen aufgetan werden und wir die Ketten sehen. Und die Selbstgerechtigkeit sagt, Ketten bei mir? Nee, bei den anderen. Ich habe schon mal geguckt, habe überprüft, da ist nichts. Bei anderen, ich kann dir ein paar Leute in der Gemeinde nennen. Oh ja, ganz dicke Ketten sind da. Jedem Manne dünkt sein Herz recht oder sein Weg recht. Aber der die Herzen erforscht, ist der Herr. Jeder glaubt, dass er richtig ist. Die Fehler haben die anderen. Die Blockaden, den blinden Fleck haben die anderen. Nur komischerweise, wir bedenken nicht, dass die anderen über uns dasselbe sagen. Oder haben diese seltsame Gewissheit, darin täuschen sie sich natürlich. Aber jeder glaubt, dass die anderen ihn falsch beurteilen. Die einzige Ausweg aus diesem Dilemma ist, komm, Heiliger Geist, öffne mir die Augen. Ich bin jahrelang Christ gewesen und immer wieder hat der Herr religiöse Blockaden aufgedeckt. Als ich zum ersten Mal hörte, in den 80er Jahren, da war ich ja schon lange Christ, und ich hörte, da gibt es die Kraft Gottes und man kann Hände auflegen, da kommt die Kraft Gottes und Menschen werden befreit von Dämonen, Menschen werden geheilt. Die Kraft Gottes überwältigt Menschen, dass sie manchmal zu Boden gehen und diese Kraft kommt durch die Hand. Das ist Esoterik. Das kann nicht Gott sein, das gibt es nicht. Ich war felsenfest überzeugt, nee, sowas geht nicht. Kraft übertragen durch Hand auflegen, das ist ja Esoterik. Das ist Okkultismus. Da gibt es das so mit Magnetismus und diesen ganzen. Aber das ist okkult. Habe ich wirklich geglaubt? Und dann ging ich ins Wort Gottes. Und dann habe ich gelesen, da ist die Frau, die rührte Jesu Gewand an. Und es ging Kraft von ihm aus. Die kam nicht vom Himmel, die kam aus seinem Gewand. Und Paulus hat Schweißtücher auf die Kranken gelegt und die wurden gesund.
So irgendwie ist diese Kraft sogar imstande, sich wie in einer Batterie zu speichern, in ein Stück Stoff. Und dann nimmt man den Stoff und legt ihn auf den Kranken und auf einmal passiert ein Wunder. Und ich musste sehen, meine Ideen über den Heiligen Geist. Ich dachte immer, komm Heiliger Geist, dann kommt er von der Decke. Der Heilige Geist wohnt in dir. Und Jesus sagt, er fließt aus der Mitte deines Leibes, griechisch, wo die Gedärme sind, da fließt er heraus. Der kommt nicht von der Decke. Der Heilige Geist fließt aus dem Gläubigen hinaus, und zwar in Strömen. Das ist, was Jesus sagt. Aber ich habe das für Esoterik gehalten, weil ich das Wort nicht kannte. Ich war überhaupt nicht religiös, traditionell geprägt, und trotzdem hatte ich diese Blockaden. Wäre da nicht die kleinste Möglichkeit, dass auch bei einigen von euch Blockaden da sind? Könnte das sein? Oder sagst du, nee, bei dir, das glaube ich ja, aber bei uns niemals. Wir sind Baptisten, schon vierte Generation, das ist schon Adel. Also bitte. Mein Urgroßvater, der hat noch den Onken gekannt, hat ihm die Hand gegeben. Hey, Onken war ein Mann der Wahrheit, der ist für die Taufe ins Gefängnis gegangen. Und heute biedern wir uns an die evangelische Kirche und machen geheime Abkommen über ihre Babytaufe, die keine Taufe ist, die eine Lüge ist. Erkennen wir an, und jemand kommt aus einer anderen Gemeinde, ist evangelisch und sagt, ich möchte jetzt Mitglied werden. Ja, kein Problem, brauchst dich auch nicht taufen lassen. Wenn du schon als Baby getauft worden bist, dann akzeptieren wir das. Das ist, was heute Baptistentum. Onken würde sich ein Grab umdrehen. Onken ist für das ins Gefängnis gegangen. Kann sich einer erinnern, weißt du überhaupt, wer Onken ist? Ihr wisst nicht, wer Onken ist? Seid ihr in der Baptistengemeinde? Und ihr wisst nicht, wer Onken ist? Das war der deutsche Gründervater. Onken in Ostfriesland und Lehmann in Berlin, das war das Tandem, die haben den deutschen Baptismus etabliert. Und das wisst ihr alles nicht? Ja, sage mal, wo müssen wir denn hier anfangen? Bei Adam und Eva oder was? Ja, meine Güte, das habe ich ja noch nie erlebt. Huiuiui. Zurück zum Wort. Es muss mal ein bisschen lockerer werden, damit ich irgendwie unter Verdammnis komme, verstehst du? Das ist alles durchdacht vom Heiligen Geist. So, wenn wir nicht an das Wort Gottes glauben als die Wahrheit, sagen, ja, das steht in der Bibel, aber heute wissen wir ja, Evolution ist doch wissenschaftlich bewiesen. Jesus glaubte an die Schöpfung, weißt du das? Woher weiß ich das? Weil ich meine Bibel gelesen habe. Es war nicht so von Anbeginn der Schöpfung. Da steht nicht Evolution, da steht Schöpfung. Jesus redet von Schöpfung, er glaubt an Schöpfung. Ich bin sein Nachahmer. Was bedeutet das? Ich muss an Schöpfung glauben. Und wenn mein Verstand Purzelbäume schlägt, ich muss trotzdem an Schöpfung glauben. Aber zum Glück, mein Verstand schlägt nicht Purzelbäume, weil ich habe ein bisschen Literatur gelesen über Evolution und ich habe schnell im Heiligen Geist erkannt, was für grundlegende Fehler sie machen und wie sie ein Konstrukt aufbauen, was in sich überhaupt nicht schlüssig ist. Es ist total einfach, Evolution zu durchschauen als ein Mythos. Es ist total einfach. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Aber würde ich gerne auch darüber sprechen. Spannend. Wir sollen auch mit unserem Verstand Gott dienen. Und Gott sagt nicht, du glaubst das Buch, egal was die Wissenschaft erklärt und was die Fakten sind, du musst einfach blind sein. Nein, Gott sagt, mit deinem Verstand sollst du ihn anbeten. Und du musst ein bisschen nachdenken und mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der Geist der Wahrheit ist, wirst du die Lügen, die in dieser Welt erzählt werden, nicht nur die Genderlüge, auch die Evolutionslüge und all den ganzen Rest, wirst du durchschauen und sagen, ja meine Güte, wie blind kann man denn noch werden? Dank sei Gott für den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. So, du wirst beraubt, das Wort Gottes wird dir genommen, wenn du nicht glaubst und dich entsprechend verhältst, dass das Wort die Wahrheit ist. Wie viele Leute habe ich getroffen? Ich erzähle ihnen über den Heiligen Geist. Ich erzähle ihnen neutestamentliches Christsein. Ich erzähle über Reden in Sprachen. Ja, das brauche ich nicht. Wer hat gefragt, was deine Meinung ist? Wen interessiert das? Jesus sagt, die an mich glauben, werden in neuen Zungen sprechen. Ja, ich finde das nicht wichtig. Wie du das findest, ist mir Schnurzpiepe egal. Jesus sagt, das ist normal. Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Zungen spricht. Ja, aber ich bin Baptist und das hat mein Opa auch nicht gemacht und das brauche ich nicht. Hallo, wenn das Wort die Wahrheit ist, ist das Wort die Wahrheit. Und dann beugst du dich unter die Wahrheit und sagst, Opa hat es nicht gewusst, aber ich höre es heute und ich sehe es in meiner Bibel und ich muss es tun. Du bist verantwortlich für das, was du hörst. Und du musst prüfen, ob das Bibel ist. Und wenn es Bibel ist, du hast eigentlich als Jünger Jesu gar keine Wahl mehr. Du hast ja schon entschieden, ich folge der Wahrheit. Ich gehöre Jesus, ich folge ihm nach. Das hast du ja schon entschieden.
Gilt das noch? Also dann musst du auch in den kleinen Details die Wahrheit übernehmen. Und das nennt die Bibel das Denken erneuern. Und hier kommen wir zu einer ganz grundlegenden Schriftstelle, Römer 12, Vers 2. Seid nicht angepasst oder bleibt nicht in Übereinstimmung mit der Welt, sagt Paulus. Römer 12, Vers 2. Seid nicht gleichförmig oder angepasst oder in Übereinstimmung mit dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Bevor du zu Jesus kamst, du lebst in der Welt. Die Welt hat dich erzogen, die Welt hat dir Werte gegeben, die Welt hat dir eine Lebenssicht gegeben, die hat dir eine Vorstellung gegeben, vom Leben, und das hat dich geprägt. Konntest gar nicht anders. Aber jetzt bist du Kind Gottes. Und um jetzt wirklich imstande zu sein, im Reich Gottes zu leben, muss etwas passieren. Dein Denken muss sich verändern. Du kannst nicht mehr länger in Übereinstimmung mit den Werten und Normen und Ideen und Regeln und Prinzipien dieser Welt leben. Weil diese Welt ist nicht ein neutraler Begriff. Welt ist Reich der Finsternis. Satan ist Gott dieser Welt. Diese Welt ist im Konflikt und im Widerstand gegen das Reich Gottes. Und wenn du jetzt ein brauchbarer Christ werden willst, der Frucht bringt, dann musst du durch diesen Prozess durch dein Erdenken zu erneuern. Und du musst herausfinden, wie Gott denkt. Und du denkst jetzt über die Dinge, über Sex, über Geld, über Kindererziehung, über Gemeinde. Du denkst über alle diese Dinge und hunderte andere Themen, so wie Gott denkt. Ja, wie kann ich denn wissen, wie Gott denkt? Ich weiß das doch gar nicht. Er hat uns ein dickes Buch gegeben und da stehen seine Gedanken drin. Und das ist das Textbuch, das du benutzt, um deine Gedanken zu erneuern. Und dann wirst du zum Beispiel wundersame Entdeckungen machen, dass dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Du gehörst gar nicht dir selber. Und das heißt, jeder Raucher, wenn er das Wort Gottes ernst nimmt, bräuchte eine Erlaubnis vom Herrn, um in seinen eigenen Lungen Teer abzulagern. Du kannst das nicht einfach nur so tun, weil das ist meine Gewohnheit und so ist es halt. Doktor hat auch schon gesagt, das ist nicht gesund, aber ist mir egal, es schmeckt so gut oder ich brauche das. Du kannst nicht mehr so weiterdenken. Du musst sagen, hallo, habe ich ein Recht, den Heiligen Geist, der in mir wohnt, zu beleidigen und zu vernebeln mit Teer, was ich in meine Lungen ablagere? Hat er mir das erlaubt? Siehst du, wie praktisch das ist? Es ist nicht irgendwie eine philosophisch-theoretische Sache, es ist total praktisch. Du bist genervte Mutter und du schreist die Kinder an, aber dann liest du das Wort Gottes. Geschrei betrübt den Heiligen Geist. Da fängst du an zu überlegen, ja, was kann ich dann tun, wenn der Heilige Geist betrübt ist, wenn er nicht mehr mein Helfer ist, meine Kraft ist, wenn er nicht mehr mit mir ist. Ja, dann bin ich ja völlig aufgeschmissen, das darf nicht sein, ich brauche den Heiligen Geist. Also Konsequenz, Geschrei muss aufhören. In christlichen Häusern wird nicht geschrien. Christen schreien sich nicht an. Jedenfalls die sich richten nach dem Neuen Testament. Siehst du, wie praktisch das ist? Und ich könnte noch hunderte andere Beispiele bringen, die genau in deinen Alltag passen. Und du sagst, ja, hallo, das hat ja jetzt alles Konsequenzen. Das geht ja nicht darum, mich brav und angepasst und unauffällig am Sonntagmorgen für anderthalb Stunden im Gottesdienst zu verhalten, dass alle denken, alles ist normal. Das geht ja jetzt um meinen Lebensstil 7 Tage die Woche, rund um die Uhr, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr, ohne Urlaub, nonstop, bis ich sterbe. Ja, meine Güte, da wird ja was erwartet von mir. Da muss ich aber jetzt ran. Hausaufgaben machen. Erneuerung des Denkens. Was sagt Gott über sein Wort? Das wäre ein guter Punkt anzufangen. Wenn du erkennst, was Gott sagt über sein Wort, dass es scharf ist, dass es trennt Seele und Geist. Früher habe ich immer Umfragen gemacht, wenn ich durch die Gemeinden reise. Wer hat schon meine Predigt gehört über Trennung von Seele und Geist? Und da sitzen manchmal hunderte von Leuten. Und im günstigsten Fall 1 oder 2 heben die Hände, haben schon mal was gehört von Trennung von Seele und Geist. Ich sage, ja, warum wisst ihr das nicht? Man kann nicht im Geist leben, wenn dieses Schwert nicht sein Werk getan hat und Seele und Geist voneinander getrennt hat. Hebräer 4, Vers 12 ist so eindeutig.
Aber wir haben eine eigene Idee von Christsein. Christsein ist, ich gehöre zur Gemeinde und mache ein bisschen hier mit und helfe ein bisschen und bin ein nett und tu niemandem was, mache auch keine terroristischen Anschläge. Ich bin ein ganz netter, normaler Mensch und komme auch sonntags ziemlich regelmäßig. Manchmal gebe ich sogar was in die Kollekte. Ja, tatsächlich, stimmt, mache ich. Hab zwar noch nie studiert, was das Wort Gottes über Zehnten sagt. Das macht mir Angst. Also es könnte sein, dass das wahr ist und dann wird von mir was erwartet. Also das lasse ich von mir weg. Also das. Wir wollen nicht, dass das Wort unsere Finanzen regiert. Wir wollen nicht, dass das Wort unsere Gedanken und unsere Fantasie regiert. Wir wollen nicht, dass das Wort unsere Worte korrigiert und bestimmt. Wir wollen nicht, dass das Wort unsere Sexualität korrigiert oder in Schranken weist. Wir wollen das alles nicht. Und deswegen sagen wir, nee. So tief muss man da nicht rein. Das können wir ja dem Pastor überlassen. Der wird ja dafür bezahlt. Das kann ja von mir nicht verlangt werden, dass ich da noch intensives Bibelstudium mache. Das wird von dir verlangt. Komm, wir gehen mal zu Sprüche Kapitel 2. Sprüche Kapitel 2. Ich merke, mit systematischer Lehre über Markus 4 wird das heute nichts. Aber es gibt gute Teachings darüber. Ich kann dir einen Link schicken. Und dann lese ich das Vers für Vers aus und erkläre das alles, aber das klappt heute irgendwie nicht. Sprüche, Kapitel 2. Mein Sohn, wenn du meine Reden an, ich liebe das so mit Russisch, Sin Moi. Mein Sohn, Sin Moi, das gefällt mir so. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote, achte auf Gebote, bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leist, dein Herz dem Verständnis zuwendest. Ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst, deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätze ihm nachspürst, dann, achte auf die Satzkonzession, wenn du, 1, 2, 3, 4, dann. So, wer wartet auf wen? Wartest du auf Gott oder wartet Gott auf dich? Was sagt der Text? Wenn du diese Dinge tust, dann wird er etwas tun. Vorher nicht. Weil indem du dich demütigst und anfängst fleißig zu sein im Wort, qualifizierst du dich für Gnade. Gnade kann man nicht verdienen, aber man kann sie verhindern. Gnade ist unverdient, aber du kannst in einer Position bleiben des Stolzes, der Unabhängigkeit und du verhinderst, dass Gott dir Gnade gibt. Das kann nicht sein. Gnade ist für alle. Bitte studiere die Bibel. Gott widersteht dem Stolzen. Er möchte Gnade geben, aber er tut es nicht. Er wartet, bis wir uns demütigen. Und wie demütigen wir uns? Indem wir sagen, ich werde ein Jünger und ob ich Lust habe oder nicht oder ob mir das Spaß macht, ich gehe jetzt ins Wort. Und ich übernehme Verantwortung für meine Denkweisen und ich achte darauf, dass ich jetzt lerne, in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes zu denken. In allen Bereichen meines Lebens. So, hier ist diese Hingabe beschrieben, die Gebote verwahren, unser Ohr der Weisheit leihen, Verständnis uns zuwenden, den Verstand anrufen. Warum muss man den Verstand anrufen? Weil der bei vielen abhandengekommen ist. Und dann muss man rufen, dass der zurückkommt. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Sagst du, ich bin intelligent, ich habe Abitur, ich habe studiert und trotzdem kann in geistlichen Dingen dein Verstand dir abhandengekommen sein. Wenn du all diese Dinge tust, wenn du diesen Lebensstil, der beschrieben wird, Lebensstil eines Jüngers, wenn du den lebst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Ohne dass Furcht des Herrn in dein Leben kommt, wirst du niemals Gott erkennen. Du wirst Bibelwissen sammeln, du wirst Gedanken über Gott dir aneignen und irgendwelche Vorstellungen dir machen über Gott, aber du wirst niemals Gott wirklich persönlich erkennen. Die Erkenntnis Gottes hat eine Kraft, dein Herz und dein ganzes Leben, dein Charakter zu prägen. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber die Erkenntnis Gottes kommt unter einer Bedingung, dass Furcht des Herrn da ist. Das ist das Problem, das ich habe mit Elstal. Dass sie Betonung machen auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Aber wie du lebst, ob du noch rauchst, ob du hurst, das interessiert dort niemanden. Ob du überhaupt wirklich gläubig bist, das interessiert dort niemanden. Hauptsache, du hast Interesse, das Beruf eines Pastors zu lernen. Hallo.
Kein Wunder, wenn das über Jahre und Jahre so geht, wo es dann mit dem Baptismus lang geht, wenn die Leute mit so einer Ausbildung dann in die Gemeinde kommen. Die Kraft, Menschen zu überführen, Menschen zu motivieren, kommt nicht aus einem wissenschaftlichen Bibelstudium. Die kommt aus einer Hingabe an Gott, aus einem Leben in Jüngerschaft, aus einem Leben im Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist. Und die Kraft zu überführen, wie es jetzt einige von euch hier erleben, hat nichts mit Lautstärke zu tun. Die meiste Phase dieser Predigt war ich sehr soft. Jetzt bin ich gerade ein bisschen lauter. Aber Überführung hat nichts mit Lautstärke zu tun. Überführung hat etwas zu tun mit der Schärfe des Schwertes. Und wenn das Schwert in dir nicht ein Werk tut, wie kannst du erwarten, dass es durch dich ein Werk tut? Das ist ein Wort für die Hauskreisleiter und die zukünftigen Diener Gottes. Du bist der Erste, den das Schwert treffen muss. Du bist der Erste, der demontiert werden muss vor Gott, der zerbrochen werden muss, der in diese heilige Hilflosigkeit kommen muss. Selig sind, die geistlich arm sind. Die werden beschenkt, die werden gesegnet. So Furcht des Herrn ist die Voraussetzung, um Gott zu erkennen. Und Gott zu erkennen bedeutet nicht, Theorien über Gott zu sammeln, sondern aus Erfahrung, aus Begegnung ihn zu erkennen. Und Erkenntnis Gottes geht immer einher mit Kraft zur Veränderung. Man kann nicht Gott in seiner Heiligkeit erkennen und weiter unheilig leben. Das ist unmöglich. Man kann nicht Gott in seiner Klarheit erkennen und weiter im nebulösen Relativismus leben und alles passt und alles ist richtig und alles hat irgendwie schon auch seine Bedeutung. Das kann man nicht. Du siehst ihn und du veränderst ihn, dich. Wir schauen ihn an, sagt Paulus. Das war die Erfahrung der ersten Christen. Wir schauen die Herrlichkeit Gottes an. Mit aufgedecktem Angesicht und werden so verwandelt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wie wird man verwandelt? Indem man Gott anschaut. Wie bekommt man diese Fähigkeit, Gott zu sehen? Indem man sich reinigt. Selig, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und Reinheit hat was zu tun mit Schluss mit Täuschung, Schluss mit Verlogenheit, Schluss mit Selbstgerechtigkeit, Schluss mit anderen irgendwie im Picobello prima Sonntagschristen vorzuspielen. Das ist Reinheit, dass wir echt werden, dass wir wahrhaftig werden, dass wir unsere Nöte zugeben können vor Gott und voreinander. Und dass wir sagen, helft mir, betet mit mir. Ich brauche hier Hilfe. Ich brauche Hilfe in meiner Ehe. Ich bin 38 Jahre verheiratet. Zweimal sind wir stecken geblieben in unserer Ehe. Und ich musste hingehen zu Menschen, wir zusammen. Und haben gesagt, so sieht's aus, wir wissen nicht mehr weiter. Wir wissen, Scheidung ist keine Option. Aber es geht nicht vorwärts und rückwärts. Wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Und wir haben uns demütigen müssen. Und Gott hat Menschen gebraucht, in ihrer Weisheit, in unser Leben zu sprechen. Und mein Herz wurde berührt und mein Herz wurde verändert. Wir brauchen einander. Das ist was total anderes, als ich komme am Sonntag, ich will hier keinen wirklich kennenlernen, klar, ein bisschen Smalltalk, das Wetter ist schon drin, aber ansonsten lass mich in Ruhe und ich lebe mein Leben und ich möchte nicht, dass du weißt, wie ich wirklich lebe. Ich möchte nicht, dass du mich fragst, welche Fernsehprogramme ich anschaue, was ich mir im Internet anschaue und was ich mit meinem Geld mache. Ich möchte, dass du mich in Ruhe lässt und ich lasse dich in Ruhe, okay? Und so haben wir Frieden untereinander. Das ist der faule Frieden in der Welt, das ist nicht der Friede in der Gemeinde. Der Frieden in der Gemeinde kommt, wo wir nichts mehr verstecken voneinander, wo wir ehrlich sind, wo wir einander brauchen. So, wir erkennen an, Gott ist die Wahrheit. Und dann gehen wir mit der Wahrheit so um, wie Gott sagt, dass man mit der Wahrheit umgehen soll. Jakobus spricht von einem Spiegel, in den wir schauen und nennt in diesem Spiegel das vollkommene Gesetz der Freiheit. Da siehst du, was Gott für dich hat. Da siehst du, was es heißt, dass du Kind Gottes bist, dass du Autorität hast über den Feind, dass du herrschen kannst, dass du geliebt bist, dass du wertvoll bist und all diese wunderbaren Dinge. Du lernst so mit dem Wort umzugehen, dass der Teufel keine Chance mehr hat, das Wort hier zu stehlen, weil du es verwahrst, weil du dein Herz schützt. Bewahre dein Herz mit allem Fleiß. Nicht mal so ab und zu, wenn du mal Lust hast, mit allem Fleiß. Weil daraus kommt dein Leben. Und vielleicht wenigstens noch im Ansatz das Zweite. Was sind die
von denen Jesus sagt, ohne Wurzel. Wo der Same keine Fähigkeit hat, eine Wurzel zu machen. Wenn Verfolgung um des Wortes kommt, oder andere Art zu übersetzen wäre, wenn Bedrängnis um des Wortes kommt, dann fallen die gleich ab. Die ärgern sich oder die fallen ab. Das sind Menschen des Augenblicks. Was ist das? Menschen des Augenblicks sind Menschen, die immer fragen, ja, okay, und was habe ich jetzt davon? Die schauen ihr Bankkonto an oder ihr Gehalt, dann hören sie Lehre vom 10. Ja, warte mal, ich habe 1.000 Euro, jetzt erzählt er was vom 10. Wenn ich das ernst nehmen würde, hätte ich ja nur noch 900. Also ich finde, 1.000 ist besser als 900. Ja, und das macht mir irgendwie keinen Spaß. Das erbaut mich nicht, ehrlich nicht. Das finde ich jetzt nicht lustig und kann mich gar nicht drüber freuen. Du willst mein Geld? Nee, also das sehe ich nicht so. Und wir verstehen überhaupt nicht, Zehnte ist nicht, ein armer Gott will dein Geld. Ein reicher Gott will dir Möglichkeiten verschaffen, dass du an Gelder rankommst, an Versorgung herankommst, die weit über das hinausgeht, was du für dich brauchst, dass du andere unterstützen kannst in Not, dass du geben kannst, dass du ein Kanal des Segens wirst. Das ist gemeint. Zehnte ist eine wunderbare, geniale Plattform des Glaubens, die du baust, weil Gott sagt, tu du das und dann fordere mich heraus, dann prüfe mich. So, das ist was anderes als einfach nur so abbuchen vom Konto oder hier ein bisschen was in den Korb tun. Wir bekommen vor Gott und sagen, Gott, hier ist mein Zehnter, zähl nach, es passt. Hast gesehen? Ich gebe es dir. Und du weißt, dass ich jetzt ein bisschen Mangel habe. Aber ich weiß eins, du bist Gott, du bist treu, du bist großartig. Und ich fordere dich jetzt heraus. Jetzt tust du, was du versprochen hast zu tun. Du hast gesagt, wenn ich meinen Teil tue, wirst du deinen Teil tun. Und du sage, Herr, ich habe meinen Teil getan, jetzt bist du dran. Das nennt man Glauben. Der religiöse Mensch zuckt zusammen. So kann man mit Gott nicht gehen. Wie denn sonst? Herr, du hast versprochen, dass du das tun musst, aber ich weiß nicht, ob du das wirklich meinst und ich bitte dich vielleicht, wenigstens einen Bruchteil von dem, was du versprochen hast, zu erfüllen. Würde das Gott ehren? Ich sage meinen Kindern, als sie klein waren, jetzt kriegen sie kein Taschengeld, sind sie groß, verdienen selber. Als sie klein waren, so und so viel kriegst du jeden Montag, wenn die Woche anfängt. Das kriegst du, sagen wir mal, 10 Euro. Ja, das kriegst du. Das verspreche ich dir, das gehört dir. Und dann kommen sie am Montag, ehrwürdiger Vater, wir sind unwürdig und wir wissen, wir verdienen nichts. Und du hast uns versprochen, 10 Euro die Woche, aber wenigstens 1,50 Euro, bitte. Wir wissen, dass wir uns nicht auf dich verlassen können, du machst immer, was du willst, aber bitte wenigstens 1,50 Euro. Ich will sagen, Kinder, was ist mit euch los? Hat die Mama euch verdreht oder was ist los? Ich habe gesagt, ihr kriegt 10 Euro und dann kommt ihr an und kommt in dieser Wurm-Mentalität und wollt da 1,50 Euro haben. Ich habe gesagt, ich gebe 10 Euro. Dann hast du das Verantwortung von mir, 10 Euro zu verlangen. Sonst werde ich ärgerlich. Vieles, was wir Bescheidenheit und Demut nennen, da kann Gott überhaupt nichts mit anfangen. Er sagt, hallo, hast du mein Wort gelesen? Glaubst du, dass ich meine, was ich gesagt habe? Dann wieso verlangst du weniger, als was ich dir zugesagt habe? Dir steht Kindergeld zu. Geh mal zum Amt und sag, ich weiß, ich kriege 300 Euro fürs erste Kind. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es heute gibt. Ja. Aber ich weiß, ich verdiene das nicht. Aber wenigstens 100 Euro. Könnten Sie vielleicht mir wenigstens... Wir sagen, sind Sie normal? Waren Sie vielleicht noch nicht beim Arzt oder so? Ja. Aber mit Gott trauen wir uns, sowas zu machen. Wir sind religiös. Wir nehmen ihn nicht beim Wort. Okay, aber jetzt sind wir abgeschweift mit dem Zehnten. Der Punkt war, Menschen des Augenblicks, die immer sagen, was habe ich davon? Zum Beispiel demnächst habt ihr hier Garteneinsatz. Einige von euch werden sagen, ja, habe ich schon gelesen, den Termin. Aber weißt du, so viel Spaß macht mir das nicht. Ehrlich. Und überhaupt habe ich mir was anderes vorgenommen und da gibt es genug Freiwillige und wahrscheinlich gibt es gar nicht genug Arbeit für mich. Und du legst dir schöne Gedanken zurecht, warum es nicht wichtig ist, dass du kommen musst. Was habe ich davon? Ich gebe Stunden meiner Freizeit, meines Samstags gebe ich für Gartenarbeit. Du, ich möchte was Sinnvolleres machen. Da habe ich nichts von. Menschen des Augenblicks, die immer gucken, wenn ich jetzt hier ein kleines Opfer bringe, was habe ich davon? Schmerz, Frust, Verlust. Aber der Jünger sagt,
Alles, was ich tue, mit Worten oder Werken, tue ich zur Ehre des Herrn. Ich gehöre zu dieser Gemeinde. Man darf von mir erwarten, dass ich Verantwortung übernehme und ich leiste meinen Teil zum Wohl der Gemeinschaft. Wir sind aufgerufen zur Gartenarbeit. Ich komme natürlich selbstverständlich zur Gartenarbeit und überlege mir nicht eine kunstvolle Ausrede, warum ich nicht zu kommen brauche. Und was habe ich davon? Ich tue es für Gott, nicht für den Jakob. Ich tue es für Gott und ich sage, Herr, du weißt, Gartenarbeit, so mache ich meinen Rasen. Ich habe wirklich keine Lust, Rasen zu mähen. Ich denke, lass das Gras sprießen, irgendwann wird es schon aufhören zu wachsen. Ja? Aber meine Frau sieht das anders und ich mähe den Rasen. Und ich sage, Herr, du weißt, Rasenmähen ist wirklich nicht mein Hobby. Das ist echt nicht, was ich so prickelnd finde. Aber jetzt tue ich das für dich. Und wenn ich im Namen des Herrn Rasen mähe, tue ich das total anders. Also oh, schon wieder Rasenmähen und diese eine Stunde, ich habe überhaupt keine Lust dazu. Und fahre da so kreuz und quer über den Rasen. Wenn ich es tue für den Herrn, sage, Herr, du weißt, das fällt mir nicht leicht. Ich könnte was Besseres mit der Stunde anfangen. Ich tue es für dich. Das ist jetzt meine Anbetung. Dann ist die Gegenwart Gottes da. Und das Angesicht Gottes leuchtet. Und ich fahre da über meinen Rasen. Ich tue es für den Herrn. Ich baue gerade das Reich Gottes. Der Mensch des Augenblicks guckt immer nur, ich will jetzt es gut haben. Ich will jetzt Segen haben. Ich will, dass es jetzt irgendwie mir Gewinn bringt. Aber der Mensch des Glaubens sagt, ich sehe eine Saat. Und die Ernte kommt später, aber die kommt. Und ich schaue auf die Ernte, weil ich Gott vertraue und die Ernte kommt und die Ernte wird gut sein und die wird mich segnen. So, ich gebe ein Opfer, aber für dieses Opfer bekomme ich etwas, weil ich dem Gott diene, der mich belohnt. Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Und die Leute, die nicht mit Glauben und Freudigkeit geben, auch den Zehnten, sind Leute, die Gott nicht glauben. Und der Fluch kommt über sie. Und sie wollen alles zusammenhalten und das reicht doch eben vorne und hinten nicht. Aber wenn du Zehnten gibst, und wir tun das seit Jahrzehnten, wir leben im Überfluss. Überfluss ist manchmal am Ende des Monats 1 Euro. Plus. Manchmal Hunderte. Und wir haben genug zu geben und wir segnen andere Leute. Ich glaube nicht an Schulden, dass ein Christ Schulden macht. Ich glaube nicht daran. Warum soll ich Schulden machen, wenn mein Vater im Himmel mich so großzügig versorgt? Für was? Und wenn Gott möchte, dass ich mir ein Auto kaufe, er gibt mir das Geld und seit Jahren, ich weiß nicht wie viel, zig Jahre, ich kaufe Autos bar und sage dem Händler gleich vornherein, reden wir über den Preis, ich zahle bar, Ratenzahlung will ich nicht. Weil Gott real ist, weil wir ihn erleben. Und ich könnte jetzt hier wirklich mehrere Stunden stehen und über finanzielle Wunder reden, die wir im Leben und im Dienst erlebt haben in den letzten 30 Jahren. Ja, mindestens 21 Jahre. Gottes Wort ist wahr und der Jünger Jesu nimmt das Wort und er lässt sich nicht beeindrucken, ja, aber das macht jetzt keinen Spaß. Das Wort sagt, du sollst jeden Tag beten, jeden Tag Gott suchen, das macht keinen Spaß, aber es macht Sinn und es ist richtig und es ist notwendig und es wird eine Ernte geben und deswegen tue ich das und ich kann leben mit dieser Unlust, das macht jetzt keinen Spaß. Der Jünger Jesu hat sich verabschiedet von einem der mächtigsten Götzen in unserer Kultur und das ist der Spaßgott. Der Jünger Jesu hat sich verabschiedet. Er sagt nicht mehr, macht mir das Spaß, sondern sagt, ist das notwendig? Ist das der Wille Gottes? Ist das richtig? Das ist ein Riesenunterschied, ob du deine Entscheidung triffst nach, macht dir das Spaß oder ist es der Wille Gottes? Ein Riesenunterschied. Manche von euch weigern sich, die Hände zu heben. Das finde ich irgendwie komisch. Wie du das findest, ist Gott vollkommen egal. Er sagt, heb die Hände hoch. Und komisch, jeder Soldat, und wenn er noch so ein konservativer Baptist ist, im Krieg, da steht der Feind auf einmal mit geladener MP und sagt, Hände hoch. Da sagt er nicht, nee, ich glaube nicht an Hände heben. Also das hat es in unserer Gemeinde nie gegeben und das tue ich auch jetzt nicht. Da bin ich ganz konsequent. Du weißt, es geht um dein Leben und so schnell wie es geht, hast du die Hände hoch. Hände hochheben ist ein Zeichen von Kapitulation. Und das müssen wir uns angewöhnen. Gott, ich kann nichts ohne dich. Ich brauche dich. Hier bin ich. Ich gebe auf. Nicht wie ich will, wie du willst. Es ist nicht eine charismatische Form. Es ist nicht eine neue Methode. Es kommt aus der Bibel. Und die Bibel gab es vor dem Baptismus. Oh ja.
Pastor lehrt über Sprachenreden und jemand kommt und sagt, in meiner Bibel steht, dass Paulus gesagt hat, ich wünschte, ihr könntet in neuen Zungen sprechen. Das ist irrealer Konjunktiv. Das heißt, Paulus weiß, das geht gar nicht. Und der Pastor sagt, hallo, entschuldige bitte, Paulus hat nicht in Lutherdeutsch gesprochen. Jetzt machst du auch noch meine Lutherbibel schlecht. Wenn die für Paulus gut genug war, dann wird die für mich auch gut sein. Hallo, Paulus hat Griechisch gesprochen, nicht in Lutherdeutsch. Und der Text ist in Griechisch verfasst. Und wenn Leute aufgrund ihrer Kirchenpolitik den Text verfremden, damit es in ihren Kontext passt, dann ist die Kirche dafür verantwortlich, aber nicht Paulus. Paulus hat Griechisch geschrieben. Und er sagt, ich will, dass ihr alle in Zungen spricht. Was ist daran falsch zu verstehen? Welchen Teil von diesem Satz verstehst du nicht? Ich will, dass ihr alle, gibt es eine Ausnahme, ist einer von ihr alle ausgenommen? Nein. Dass ihr alle was? In Zungen spricht. Welchen Teil von dem Satz verstehst du nicht? Ja, nee, das kann ich nicht so sehen. Und wofür soll das gut sein? Da ist wieder diese Arroganz. Wir stellen uns über Gott und wir wissen alles besser. Gott ist Gott und er sagt, wo es lang geht. Ja, das ist mir komisch. Okay, aber du wirst dich daran gewöhnen. Nachher sogar daran Freude haben und Gewinn haben und Auferbauung haben. Ja, nee, das haben mir meine Großeltern so nicht beigebracht und das kommt bei mir nicht in die Tüte. Wem glaubst du, wem folgst du, der Tradition oder Jesus? Hallo, und so könnten wir viele, viele andere Beispiele auch führen, wo wir auf die Bremse treten und wo wir das Wort entmachten und sagen, das ist mir komisch und das geht gegen meine Gefühle. Der Jünger Jesu hat eine Entscheidung getroffen. Ich werde nicht mehr von Gefühlen geleitet, ich werde geleitet von der Frage, ist es richtig, ist es biblisch, ist es der Wille Gottes? Und wenn ja, dann für mich auch ja, fertig, aus, Ende der Diskussion. Das ist ein Jünger. Zu Punkt 3, zu den Dornen und Disteln, den Sorgen und den Vergnügungen des Lebens kommen wir jetzt nicht mehr. Vielleicht sage ich einen Satz. Du kannst nicht erwarten, geistlich zu wachsen, Gott kennenzulernen, im Charakter verändert zu werden, wenn du dir Tag für Tag Soaps und Sexblatt und Creme und dieses ganze Zeug aus dem Fernsehen oder aus dem Internet reinziehst. Du kannst nicht erwarten, dass du ein Mensch wirst, der Gott wohlgefällig leben kann. Das ist völlig unrealistisch. Du kannst dich vom Geist der Welt ernähren und hoffen, dass der Heilige Geist die Frucht des Geistes hervorbringt. Das kann nicht funktionieren. Das funktioniert auch nicht. Und du wirst das, was du dir anschaust. Entweder du schaust die Herrlichkeit an und dann wirst du in die Herrlichkeit verwandelt oder du schaust dir Sex, Blood and Crime an und billige Soaps, wo Leute die schrecklichste Sprache benutzen, um sich gegenseitig zu verachten und runterzumachen und ekelhafte Gossen- und Fäkalsprache benutzen. Auf dem untersten Niveau, wie das, wenn jemand vor 40 Jahren prophezeit hätte, was heute für ein Müll im Fernsehen läuft, wir hätten den gesteinigt als falschen Propheten. Verstehst? Wir leben in einer Zeit des erdrutschartigen Abgleitens in die übelsten Abgründe der Menschheit, die man sich nur vorstellen kann. Was heute dort im Fernsehen läuft und wie Leute sich entblößen und welche Sprache sie benutzen, es ist einfach nur ekelhaft. Und wenn du dir das anschaust und das nicht für unnormal findest, dann bist du nicht normal. Du bist nicht geeicht nach dem Wort Gottes. Du liebst Dinge, die Gott hast. Und du suhlst dich in der Jauche, für die Jesus gestorben ist, um dich da rauszuholen. Du suhlst dich da drin. So, das sind die Dornen, die Vergnügungen des Lebens, Betrug des Reichtums. Das sind die Dornen. Und wenn wir diese Dinge zulassen, können wir nicht wachsen. Okay. Kommen wir zum Schluss, zum Wichtigsten, zu dir. Heute sagt der Herr, ich rufe dich zur Jüngerschaft. Ich rufe dich nicht zum Stuhlwärmen. Ich rufe dich nicht, ein treues, braves, unauffälliges, harmloses Gemeindemitglied zu bleiben, was sein Leben in Unabhängigkeit lebt und Fuß immer fest auf der Bremse. Ich rufe dich, mir nachzufolgen. Ich rufe dich, dich meinem Wort zu unterordnen. Ich rufe dich zu einem Lebensstil im Worte Gottes. Hörst du diesen Ruf? Bist du bereit? Willst du jetzt ein Jünger werden?
oder deine Form und dein Verständnis von Christsein beibehalten. Du triffst heute eine Entscheidung. Du musst nicht jahrelang dazu überlegen. Du triffst heute eine Entscheidung und die gilt. Diese Entscheidung gilt und Gott sieht, wofür du dich entscheidest. Und du tust das nicht für mich, du tust das nicht für Jakob oder für Hans-Jürgen. Du tust das für den Herrn und tust es für dich. Aber der Herr besteht darauf, was suchst du, was willst du, was willst du mit deinem Leben anfangen? Willst du es in Selbstsucht verschwenden oder jetzt wirklich mir geben und mich erlauben, Herr sein zu lassen in deinem Leben? Was willst du? Willst du ein Jünger werden, der diesen Lebensstil, den ich jetzt ein bisschen skizziert habe, und man kann noch manches darüber mehr sagen, wie ein Jünger lebt, willst du diesen Lebensstil einüben? Oder willst du weiter in der Verweigerung bleiben? Das ist die Frage, die der Herr dich fragt. Und er guckt nicht auf deinen Nachbarn, nicht deinen Ehemann, er guckt auf dich. Komm, Heiliger Geist, lass jedem hier die Ernsthaftigkeit dieser Frage bewusst sein. Und ich bitte dich, dass du jeden motivierst, eine sinnvolle, logische, konsequente Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich will jetzt rauf aus der Passivität heraus, ich will aus der Verweigerung heraus, ich will jetzt hinein ins Wort, ich will jetzt erlauben, dass das Wort mein Denken neu prägt, damit der Kanal frei ist, dass du mein Herz auch prägen kannst. Und mir Gefallen geben kannst an Gerechtigkeit, an Wahrheit, an Reinheit, an Heiligkeit, an Demut, an Sanftmut. Du forderst mich auf, mein Denken zu erneuern, damit du mein Herz erneuern kannst. Und ich sage ja. Und ich sage ja. Ich will lernen zu kooperieren. Und ich treffe eine Entscheidung, ein Mensch zu sein, der jetzt wirklich in praktischer, realer Weise Jesus nachfolgt. Und ich fordere jeden von euch auf, der sagt, ja, das ist für mich klar, das habe ich entschieden, das will ich. Ich höre auf, in Unabhängigkeit zu leben. Ich will ein Jünger sein. Du kommst hier nach vorne und kniest hier an diesen Stufen nieder und sagst es mit deinen Worten, deinem Gott. Jetzt. Komm, Heiliger Geist, tu dein Werk an den Herzen. Brich die Unabhängigkeit, brich die Rebellion, brich den Stolz. Komm, Heiliger Geist, komm. Halleluja, 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 Halleluja. Zieh die Herzen, zieh du die Herzen. Gib du Willigkeit, gib du Einsicht, gib du Klarheit, gib du Vernunft, geistliche Vernunft, gib du Wahrhaftigkeit. Komm, Heiliger Geist. Das ist nicht ein Moment der Segnung, das ist ein Moment der Hingabe. Und du kannst dort, wo du jetzt bist, hier mit deinen eigenen Worten sagen, Herr, ich habe verstanden, ich soll jetzt ins Wort, ich soll ein Jünger. Ich werde jetzt jemand, der sich was sagen lässt. Ich werde jemand, der die Tradition fahren lässt. Ich werde jetzt jemand werden, der Wahrheit höher achtet als Gefühle und eigene Gedanken und eigene Vorstellungen. Das ist mit deinen Worten, was du ihm sagst. Und er hört das und er freut sich. Und er sagt, und ich helfe dir und ich bin bei dir und tu das ein paar Monate und du wirst die ersten Früchte sehen, dass Dinge sich verändern in deinem Leben. Wunderbarer Gott, wunderbarer Gott, wunderbarer Gott, wir preisen dich, wir ehren dich. Danke, danke Herr, dass so viele deinen Ruf hören und bereit sind, sich vor dir zu demütigen. Oh, wunderbarer Gott, Halleluja, danke. Oh, Halleluja. Halleluja. Vater, wir sind vor dir. Du schaust auf uns, du schaust auf Gummersbach-Volmerhausen und du schaust mit Freude auf viele Herzen und du nimmst unsere Hingabe an und du sagst, ja, ich baue darauf. Ich sehe, dass du das ernst meinst. Ich baue darauf. Ich ergreife deine Hand und ich werde dich führen.
Und ich werde dich bauen und ich mache dich zu einem anderen Menschen. Und du wirst lernen, ein Jünger zu sein. Du wirst lernen, ein zu sein, der sich demütigt, der sich korrigieren lässt. Durch das Wort und auch durch andere Menschen, der jetzt Korrektur und Rat annimmt, der sich führen lässt, der sich prägen lässt, der sich erziehen lässt, der nicht mehr widerstrebt, nicht mehr aufbegehrt, sondern sich demütigt unter die gewaltige Hand Gottes. Und du sagst, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und ich danke dir für Menschen, die du in ein paar Jahren erhöhen wirst, die du ausstatten wirst mit Gaben, mit Salbungen, mit Kräften, mit Berufungen. Ströme des Lebens werden von ihnen fließen hin zu anderen. Und sie werden Menschen werden, die dienen können im Heiligen Geist, die Frucht bringen, die segnen können, die die Dämonen austreiben können, die Kranken die Hände auflegen können, von denen Segen ausgeht. Danke, Herr, was du hier beginnst. Danke, 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 danke. Wir geben dir Ehre. Halleluja. Halleluja. Du nimmst unsere Entscheidung ernst und wir werden jetzt lernen, dabei zu bleiben und lernen, uns gegenseitig zu ermutigen und zu unterstützen und zu inspirieren und treu zu sein im Wort, treu zu sein im Gebet, treu zu sein im Dienen, treu zu sein im Zehnten. Oh, Halleluja. Gott, wie wunderbar. Eine Tür des Segens tust du auf hier über dieser Gemeinde. Eine Tür tut sich auf im Himmel und Segen kommt auf diese Gemeinde. Oh, Halleluja. Danke. Wunderbarer Gott, wir preisen dich, wir danken dir. Danke, Herr, für deine Liebe, für deine Geduld. Danke, dass du so lange unsere Kompromisse übersehen hast. Danke, dass aus lauter Liebe du gesagt hast, jetzt nicht mehr. Jetzt ist eine neue Zeit. Jetzt kommt eine neue Ernsthaftigkeit. Und ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du tust jetzt. Was du jetzt unsichtbar tust in den Herzen. Ich danke dir, wunderbarer Gott, und gebe dir alle Ehre. Halleluja. Oh, Halleluja, wunderbarer Gott. Okay, wenn du dein Gebet gesprochen hast, dann schau auf mit Freuden und sag, danke, Vater, für deine Geduld, für deine Liebe. Danke, dass es mit mir noch nicht aus ist. Danke, dass du mir eine Chance gibst. Danke, dass du mich jetzt an die Hand nimmst und mir beibringst, wie ein Jünger zu leben. Und ich werde das lernen. Wenn ich versage, ich bin ehrlich, ich bekenne mein Versagen, stehe wieder auf und gehe weiter. Aber ich bin einer, der jetzt klar entschieden hat, wo es lang geht. Ich werde ein Mensch des Wortes, ich werde ein Jünger, ich werde voll sein von der Kraft des Heiligen Geistes. Oh, wunderbarer Gott, danke, dass du meine Entscheidung annimmst. Danke, dass du voller Wohlwollen auf mich herabblickst und ich freue mich, weil du dich freust. Halleluja, Halleluja. Wunderbarer Gott, oh Halleluja.